Ja, ein wunderschönes, herzliches Willkommen. Genau. Ich bin Moin, der Niklas. Genau. Moin Freunde, es geht weiter. Da ist er, der Niklas. Grüßt euch. Und hier ist der Marcel, den kennt ihr ja. Und wenn ihr das Video auf Niklas Kanal schaut, dann, ja, dann kennt ihr mich und den Marcel jetzt auch. Ja. Genau, genau, so ist das. Richtig. Ja, wir sind jetzt hier gerade unterwegs in Bad Harzburg. Ja. Ja, vielleicht erzählst du mal einfach selbst über deine Heimat. Ja, ich komme ja aus der Ecke hier und war hier schon als Kind auf der Harzburg, hatte hier als Kind auch schon Visionen auf der Harzburg. Was hier so ungefähr gewesen sein könnte, habe ich mir natürlich damals überhaupt gar nicht dabei gedacht. Ich habe es aber hinterher alles wieder ausgepackt und zusammengebaut. Ja, und das ist so der Weg allgemein hier im Sachsenland. Ne, in unserer guten alten Heimat, mit unseren Wurzeln, der uns hier wieder zusammengeführt hat. Und gerade sind wir auf dem Weg zu dem, was Marcel hier ausgepackt hat. Genau, wir besuchen jetzt unsere Pyramide. Ja, unsere pyramidalen Strukturen, die man uns meiner Meinung nach, auch nicht meiner Meinung nach, eine Meinung gibt es ja so nicht, also es gibt eine Überzeugung, jo. Weil Meinung ist immer so ein schwammiges Wort, was wir uns ja gern eintrichtern wollen. Ja, unsere alte Heimat und das, was wir beide spüren, also wir sind jetzt schon circa eine Stunde, da sind wir unterwegs. Ja. Und ich muss sagen, wir haben uns noch nie in diesem Leben gesehen. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir uns jetzt hier sehen. Und danke nochmal an die liebe Silvia. Und wenn sie mir einen Kommentar in unseren Kanal reinschreibt, dass wir ihr Kanal auch zeigen können, dann wisst ihr, wer uns hier... Ja, ich würde sagen, energetisch uns zusammengeführt hat, ja, ohne dass wir uns kennen. Also ich bin DDR-Kind, ja, ich bin in Magdeburg an den Elmen groß geworden. Ihr kennt ja das Heiligtum der Elmen und er ist hier auf einer ganz anderen Seite groß geworden. Ja. Und zu DDR-Zeiten, naja, da war ja dieses seelische, energetische, das Spirituelle ja überhaupt nicht vorhanden. Und ich selbst als Kind habe das ja schon immer gespürt, dass irgendwas nicht stimmt, und das kennt ihr wahrscheinlich auch, und die viele unserer Zuschauer, unserer Kanäle wissen das auch, dass hier irgendwas nicht stimmt, deshalb schaut ihr ja unseren Kanal, deswegen verbinden wir uns ja auch über diesen Kanal, das sind ja sozusagen die spirituellen, energetischen Kanäle, die wir jetzt hier haben, ja, und ja, was wollte ich sagen, und ohne dass wir uns kannten, hatten wir irgendwie immer die gleichen Gedanken. Ja, von Anfang an war das eigentlich so mit dem ersten Kommentar, der mich da erreichte, wusste ich eigentlich beim Schauen des Kanals, alles klar, hier geht's weiter und das ist jetzt genau das, was passieren soll. Und auch dieses sofort, den kenne ich. Ja. Das kannte ich schon aus meinem Leben, ja. Aber es war noch nie so stark wie jetzt. Genau. Ja, und das ist schon verrückt, ja. Und die Silvia sagte... An der Zeit. Ja, die Silvia sagt, es ist an der Zeit und wenn ihr aufeinander trifft, dann fliegen die Funken. So hat sie es mir auch geschrieben. Also. Und wir haben heute auch herrlichen blauen Sonnenhimmel. Heute Morgen war noch alles bedeckt. Ich komme ja hier aus der Ecke. Genau. Ich bin hier also sozusagen im Vorgarten, habe ich in den Himmel geschaut, habe gesehen, alles ist bedeckt. Habe aber gleichzeitig eingesprochen bei mir in den Tagesnachrichten, bei mir im Telegram-Kanal, dass wir heute den Himmel öffnen werden hier. Ja. Und die Sonne genießen werden mit der Kraft, die wir hier zusammenführen. Und genau. Ja, ist schon beeindruckend, die Gegend. Ja, und auf dem Weg hierher haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht. Und ich muss sagen, allein die Stunde, die war, als ob wir 100 Jahre Leben nachgeholt haben. Ja. Ja? Also das ist einfach beeindruckend, als ob wir uns schon immer kannten. Ja. Und als ob wir hier immer schon irgendwo die Verfechter oder die Schützer unserer Heimat waren. Und der Niklas, wenn ihr auf seinen Kanal mal schaut, ich werde das unten mal verlinken in der Infobox für euch, dann werdet ihr sehen, er war nun schon wirklich in vielen Teilen der Welt oder fast in der ganzen schon, oder? Ja, viele Teile der Welt. Bis auf den amerikanischen Kontinent hast du eigentlich alles durch, oder? Ja, ja, das stimmt. Genau, genau. Ja, und das ist echt ein beeindruckendes Leben. Und er sagt selbst, energetisch ist es nicht zu vergleichen mit Deutschland, oder? Nee, es ist alles hier. Das ist da auch ziemlich verstreut und hier hast du viel mehr Orte auf einem Punkt. Und vor allem die ältesten Orte. Und deshalb greifen das halt so viele Menschen jetzt so langsam, dass hier halt die ältesten Sachen sind. Das heißt, wenn man mit Pyramiden von Gizeh besprechen will, dann seht ihr eigentlich so den neuesten Kram, der irgendwann mal entstanden ist. Genau. Und hier in unserer Heimat, im Land der Mitte, wie Marcel das so schön ausdrückt, was ich jetzt selber für mich übernommen habe, weil es mich auch sofort in meine Mitte bringt und es stimmt, das zu sprechen, ist schon wichtig, dazu zu stehen.
Ja, und die ganzen Orte, die wir hier sehen oder die wir hier fühlen, die man ja teilweise nur noch fühlen kann, weil sie ja zum großen Teil auch zerstört und verklärt worden und auch verschüttet worden, zeigen auch, dass das eben dieses Heiligtum, der Harz, so wie ich es auch in meinem letzten Video gezeigt habe, dass das nicht ohne Grund hier nur noch wenig zu finden ist und nur noch wirklich Fragmente zu finden sind, sondern dass nur noch die Menschen selbst aus ihren Erinnerungen heraus, aus ihren Seelen heraus, das finden können, was wir euch in unseren Videoreihen auch zeigen. Weil das ist das, was euch Frieden bringen wird. Das ist das, was euch wieder verwurzeln wird. Ja, nicht eine andere Heimat wird euch nicht verwurzeln. Ich sage ja immer so, mein Leitsatz ist ja immer, da wo du geboren wirst, da wirst du gebraucht. Und das ist deine Wurzel. Darum hat man dich hierher geschickt. So wie du aussiehst, so wie dein Körper, dein kristalliner Körper geschaffen ist. Das ist das, warum du hier bist. Darum bist du auch hier darauf angepasst. Und diese Pyramiden, die gerade der Niklas angesprochen hat, die sind deshalb so gut erhalten, weil es noch viel jünger ist. Wir finden in der gesamten Welt finden wir noch viel besser erhaltene Bauten als hier in Deutschland oder hier überhaupt in Europa. Warum ist das so? Es ist genau deshalb so, weil man zerstört hat. Weil man bewusst die Wurzel zerschlagen hat, die Irminsul, den Lebensbaum, die Wurzel. Ja, das Reich der Mitte. Deswegen sagt man ja auch, schreibe ich ja oft in meinen Aufzeichnungen, also Europa steht ja für steht für der Gott Eli und Uropa, wenn wir es wegnehmen, dann haben wir den Urvater, die Urwurzel. Und darum geht es jetzt gerade aktuell wieder, auch gerade politisch geht es da wieder aktuell. Es geht nicht um irgendwelche Ölressourcen oder territorialen Dinge, sondern die wissen schon genau, was sie machen, weil sie merken, dass wir uns verbinden. Und das beste Beispiel sind wir beide jetzt gerade, ohne dass wir uns jemals kannten. Und das ist absolut krass. Also ich hatte jetzt immer noch nicht wohl fertig. Und da muss ich immer wieder sagen, Silvia, danke, dass du das getan hast. Und du hast genau auch diese Funktion gehabt. Und deswegen bist du auch medial in mein Leben so getreten, um uns zusammenzuführen, damit wir ja diese höhere Energie jetzt alle empfangen. Und ihr seht es ja an euch selbst. Und ich sehe es auch in unseren Kommentaren, wenn ich auch auf anderen Kanälen so lese, dass ihr euch immer mehr findet über diese Kanäle. Oder? Das ist ja so. Ja, an der Zeit, definitiv. Ich habe das jetzt auch nochmal einfach so wahrgenommen. Es ist jetzt einfach nochmal viel gefallen an Schleiern oder Netzen, die man da so benennen könnte. Und die sich schon länger damit beschäftigen, für die ist es jetzt definitiv die Zeit. Genau, genau. Und ich drehe uns mal um. Ja. Halt. So rum war's. So, genau. Und diesen Weg zu dieser pyramidalen Struktur werden wir jetzt gehen und werden euch einfach mitnehmen. Oder wollen wir den Außenweg gehen und einfach noch ein bisschen erzählen? Oder wir können ja eigentlich direkt hochgehen, oder? Direkt hoch, ja. Ja, wir gehen direkt hoch und dann würde ich sagen, ja, auf geht's, ne? Auf geht's. Auf geht's. Ja, wir können ja weiterreden. Das Mikro ist ja an, die Kamera läuft ja weiter. Ja, aber so ist das. Und das wird immer verrückter. Und die meisten Menschen verbinden sich, die wirklich noch Seelen inne tragen. Und für die, die jetzt lachen und sagen, einige kennen mich ja und einige kennen dich ja vielleicht auch aus der früheren Zeit und sagen, naja, Mensch, hat sich aber seltsam verändert. Das ist keine Veränderung, sondern das ist wieder eine Rückführung zu dem, was wir eigentlich sind. Denn verändert hat uns das System. Ja, definitiv. Bewusstes System. Ja, also bewusst verändert. Auch wir waren ganz normale. Richtig. Die dem Ganzen gefolgt sind, wie die jetzt über uns lächeln. Aber wir sind nicht glücklich gewesen damals. Richtig, genau. Ja. Die Wahrheit hat glücklich gemacht. Richtig. Und das ist ja das, was ich auch zu Niklas gesagt habe. Es gibt ja so einige Kollegen aus meiner beruflichen Laufbahn, die mir auch vor einem Jahr schon sagten, Mensch Marcel, mit deinem Wissen, da hättest du schon lange Millionär sein können oder irgendwas anderes sein können. Warum tust du dir das an? Also wir fangen jetzt so lange an zu schnaufen, weil hier geht es echt steil hoch. Und da sagte ich ihnen, weil ich mich da nicht wohlfühle. Und weil das nicht meiner Seele entspricht. Sicherlich, klar, könnte ich ein sogenanntes sorgenfreies Leben haben. Aber habt ihr denn alle ein sorgenfreies Leben? Wenn ihr Post bekommt, wenn ihr eure Rechnung bezahlen müsst, wenn ihr in dieser täglichen Tretmühle steckt und eure Kinder wahrhaftig nur einen Bruchteil eures Lebens aufwachsen seht, weil ihr sie morgens zur Arbeit bringt um 6 und abends um 6 wieder abholt. Das ist das Leben. Und dieses Leben wollte ich halt nicht wählen. Und seitdem ich
mich davon befreit habe, ist das, ja, bin ich hier mit Niklas. Ja. Unterwegs. Ja. Und das ist das, dreh's mal wieder um zu uns. Und das, was ich, das ist das, was wir euch, oder wir euch auf den Weg geben müssen. Oder, ja, müssen. Ich sehe es als Muss für mich. Ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, aber... Ja, ich habe auch immer früher... Es geht hier nicht ums Kann, weil nur dann ist unsere Seele glücklich, finde ich. Man muss das vielleicht nicht unbedingt erzählen, aber dann habe ich mal mitgekriegt, wenn du von etwas überzeugt bist, dass es dein Leben gerettet hat, dann erzählst du auch davon. Das ist wie, wenn du etwas herausfindest, das eine Krankheit besiegt hat. Genau. Und wenn du davon überzeugt bist, dass es dir dein Leben gerettet hat, ja, dann fängst du an, Leuten davon zu berichten, sagst, das hat mir geholfen. Ja. Und da habe ich gesehen, okay, das ist etwas, was mir mit dem geschichtlichen Teil, den wir hier, dem geschichtlich-energetisch-seelischen Teil, der mein Leben errettet hat, gerettet hat, das ist passiert. Und deshalb mache ich das auch, weil es ein innerer Antrieb ist. Und deshalb darf es auch gesagt werden, genau, weil es wirklich gut tut. Ja. Auch dieser Aufstieg hier. Ja, tut gut. Tut gut, genau. Also wir sind jetzt hier auf dem Weg zur sogenannten Kleinen Sachsenburg, ja, ja, so war das, ja, oder Harzburg. Harzburg. Wir nennen sie jetzt schon intuitiv Sachsenburg, ja, weil für uns ist es nicht die Harzburg. Und ja, und umso höher wir steigen, finde ich, umso wohler fühle ich mich gerade. Definitiv. Und alles ist ein spiritueller Weg. Und das, was wir jetzt hier gerade machen, ist das Leben. Es ist nicht vorbereitet. Es ist einfach. Ja. Es ist das Leben, Freunde. Ja, 100 Kilo Kampfgewicht hier hochschleppen ist doch schon. Man wird immer friedlicher. Ja. Merkst du auch, oder? Ja. Es wird ja immer friedlicher, sagt er gerade. Und genau das hatte ich auch gerade. Und das ist wieder das Erstaunliche. Ja. Ich habe es gerade auf die Lippen und du sagst es. Ja, es passiert mir sehr viel mit den Menschen hier. Und das ist das, was ich euch damit sagen will. Das wollen sie zerstören. Diese Einheit unserer Stämme. Denn wenn sie das zerstören, wollen sie unsere Linien durchkreuzen. Dann stehen wir nicht mehr zusammen. Und dann empfindet ihr nicht das, was ich jetzt gerade bezüglich der Ukraine empfinde. Und das sind auch keine Gedanken. Gedanken sind aus dem System. Denn die Gedanken werden vom System geformt. Das, was wir hier erleben, ist Erinnerung. Unsere Seele ist das. Und das will ich euch zeigen. So, jetzt sind wir hier am höchsten Punkt. Schaut mal. Da steht sogar so ein kleiner, oder liegt so ein kleiner Steinhaufen, der uns sicherlich was sagen soll. Und er zeigt uns eigentlich auch, dass wir nicht alleine sind mit unseren Gedanken. Weil sonst würde dieser kleine Steinhügel hier nicht liegen. Und genau hier oben, seht ihr das, haben wir einen freien Platz. Und hier ist dieses freie, dieses Rondell, diesen Kreis und eine Ruhe. Ja, obwohl die Stadt ganz in der Nähe ist, unten ist Bad Harzburg, aber es ist so eine innere Ruhe, könnte ja man fast sagen. Es ist auch, also könnte man sich hinlegen jetzt und schlafen. Definitiv, würde ich sofort machen. Ja. Und der Berg war vom Weiten schon so ansprechend. Ja, man hat ja irgendwie gesagt, das wäre so eine Art Vorburg. Genau. Aber ja. Die ja militärisch eigentlich gar keinen Sinn macht. Nee. Wenn man es jetzt militärisch betrachtet, dass das hier eine Vorburg gewesen sein soll. Sondern es war einfach ein Heiligtum, ein energetischer Tempel. Irgendetwas in diese Richtung hat hier oben gestanden. Und das hat man genommen. Ja, das geht so sofort, sofort in einem über. Und hier siehst du auch, guck mal, Niklas, die Flanken. Warte mal, ich versuche es euch mal für euch einzufangen. Wir haben hier eine gerade Kante. Hier. Dann haben wir hier genau den Knick. Und hier geht es im rechten Winkel weiter. Dann haben wir hier den nächsten Knick. Und dann geht es hier hinten wieder in den rechten Winkel weiter.
Ja, ich denke auch, dass hier schon einige Leute hinkommen, die Ähnliches spüren, die hier hingehen. So ein Ort ruft ja auch immer die richtigen Seelen. Genau. Die hier sozusagen auch dementsprechend ihre energetischen Strukturen wirken lassen. Richtig. Und das ist das Schöne, dass wir eben halt nicht allein sind. Unsere Kanäle sind ja eigentlich noch recht klein. Aber es zeigt uns, dass wir nicht falsch liegen. Überhaupt gar nicht. Ja. Auch alles, was du denkst, ist ja schon etwas, was existiert auf jeden Fall. Die Frage ist, wie groß sind die Tore offen zur Verführung, zu dem, was dich beeinflusst, zu dem, was dich schwächt. Weil eigentlich bist du die reine Stärke. Ja. Und guck mal, hier ist auch ein Kreuz eigentlich sozusagen angenagelt. Ja. Das ist auch wieder etwas. Das Berg-Gipfelkreuz, ja. Warum ist das halt, warum gibt es halt immer ein Gipfelkreuz oben auf hohen Bergen? Es gibt eigentlich auf allen hohen Bergen, die irgendwie mehr oder minder wichtig sind, so ein Gipfelkreuz. Und auch hier in der Nähe gibt es den Heiligen Todberg. Die Namen hat man jetzt schon entzerrt. Man findet den nur noch auf alten Karten so benannt. Und, genau. Da ist halt dann sozusagen so ein Megalith, auch mit vielen eingeschlossenen Erzkristallen, 5 Meter hoch, der genau auf einer Spitze wie hier herausguckt. Wo liegt der ungefähr hier? Bei der Granitalsperre. Granital. Und ich hatte damals eine Vision, dass bei der Granitalsperre unten eine Höhle drin war. Und dann war ich bei diesen Megalithen und finde dieses Gipfelkreuz da oben eingeschlagen. Im Wald treffe ich einen alten Mann und rede mit ihm über den Heiligen Todberg, den man nur noch auf alten Karten findet. Und er so, ja, mein Bruder hat sich damals in der Höhle in der Granitalsperre den Kopf aufgeschlagen, sagt auf einmal. Ich so, wie bitte, was sagen Sie da? Der wurde mir geschickt im Wald, dieser Mann. Genau. Und dann sagt er, ja, mein Bruder in der Höhle. Ich so, die Höhle, die jetzt am Grund des Stausees ist, die keiner mehr findet, die eigentlich so wichtig ist für die Geschichte des Heiligen Todbergs. Denn das war mal auch eine alte Sachsenburg, eine Ringwallanlage. Was ist da passiert? Gehört jetzt nicht ganz hierhin, machen wir ein einzelnes Video drüber. Aber es ist definitiv unsere Berge, die heiligen Stätten, die Kuppen oben, oftmals auch mit alten pyramidalen Strukturen. Genau. Das gleiche Erlebnis hatte ich, was du jetzt sagst, am Heiligtum der Elben. Ja. Ja, wo ich als junger Mann dort gewandert bin, traf ich auch einen alten Herrn. Hm. Und ich setzte mich dann zu ihm zur Bank, also auf seiner Bank. Hm. Und es war jetzt auch gar nicht, ich hatte gar nicht vor, mit ihm zu sprechen. Hm. Einfach nur mal kurz eine Stunde ruhen, und weil das energetisch auch mal für mich dort an dieser Stelle immer sehr schön ist. Und ich, zu damaligen Zeit konnte ich ja auch mit gar keiner darüber sprechen. Da waren die Menschen noch, also viele Menschen waren gar nicht so weit, die hat mir einen Vogel gezeigt, weil ich gesagt hätte, also hier ist irgendwas. Und dann fängt er auf einmal an zu erzählen mit mir und sagt, mein Junge, hier ist alles unterhöhlt unter dem Berg. Deshalb heißt es Weinberg. Das weiß ich noch wie heute. Und dann sagte er, der Weinberg hat ja auch Weinkeller, und die hat man als Keller genutzt, aber das war früher eine ganz andere Anlage. Ein gut aussehender älterer Herr. Hm. Und irgendwann, ich weiß nicht, ich kann mich jetzt nur noch an diese Worte erinnern. Wir haben noch viel länger uns unterhalten. Und ja, irgendwann ist er dann aufgestanden und los. Und dann war der weg. Und ich habe ihn auch nie wieder gesehen. Also auch da jetzt in der Nähe, man wandert ja einmal so um diesen Weinberg rum. Und dann sieht man den vielleicht nochmal irgendwo oder von oben. Der war weg. Hm. Und der wurde mir garantiert geschickt. Ja, das ist es. Ja. Und diese Vision, von der ich dir erzählt habe, die hatte ich ja erst am Vormittag. Aufgrund der Tage, die ich davor hingearbeitet habe, habe ich die Karten gefunden, zu denen bin ich hingeleitet worden. Habe ich von dem Berg geträumt, von dem Berg davor, geh da mal hin. Da fand ich dann die Karten, die alten. Dann nächsten Tag bin ich da hingefahren, aufgrund der Vision am Vormittag mit dem ganzen Geschehen dort. Und dann läuft dir ein Mann im Wald zu, die einzigste Person, die du die ganze Zeit triffst. Und der erzählt das von sich aus und bestätigt dir die Geschichte, die du in dir in einer Vision wahrnimmst. Hm. Und so ist das mit unserer ganzen Arbeit. Darüber haben wir uns auch schon unterhalten. Denn wir erleben die Sachen erst im Inneren. Wir spüren sie, wir erleben sie wie Filme, wie Bilder. Und dann finden wir die Fakten im Außen. Ja. Das fliegt uns auch teilweise zu, also sehr, sehr leicht zu einfach. Also ich brauche nicht viel machen, damit ich dann die richtigen Fakten auch darüber finde. Das ist wie Wie eben gerade an der Sachsenburg, wo wir die Schilder entdeckt haben. Ja, die Schilder. Ja, das müsst ihr euch mal überlegen, das sind so Hinweisschilder für die Touristen, wo man sozusagen gleichzeitig in den Köpfen die Meme setzt, das muss so und so sein. Das hatte ich ja letztens im Video auch schon gesagt. Sie werden ja in den Büchern, in den Schriften, die man ja heute irgendwo bei Thalia und sonst was bekommt, das sind ja meist Meme.
Die werden auch unbewusst oft von Autoren geschrieben, weil sie halt nichts anderes gelernt haben. Und dann hast du das im Kopf und dann besuchst du diesen Ort und suchst unbedingt natürlich den Heinrich, den Löwen. Und dann muss die Geschichte auch so sein, dass Heinrich gegen die Sachsen gekämpft hat. Es kann also nicht sein, dass Heinrich vielleicht sogar ein Sachse war und dass die Perser hier diese Burg verwüstet haben. Das kann nicht sein. Ja, und genauso mit den Domanlagen, wie du es in deinem Video gesagt hast, es ist alles zur gleichen Zeit passiert, wo das alles geschliffen wurde, diese ganzen Burgen. Und jetzt laufen wir wieder von der Burg runter und sehen so ein uraltes, ja, ich würde sagen ein Original mit Fabelwesen, mit Mischwesen, sehen wir auf einmal Bilder, die aber verkehrt rum an touristische Hinweisschilder angebracht wurden. Und so wie der Blattwuchs jetzt wieder eintritt bei der Innervegetation, dann siehst du dieses Ding auch gar nicht. Und wir hatten jetzt gerade noch so einen Touristen, der auch garantiert hell war. Und wir haben auch beide erst überlegt, ja. Direkt angesprungen. Ja, gehen wir jetzt zu denen wieder zurück und reden mit ihnen weiter, weil wir haben sofort beide gespürt. Also das ist ein helles Licht. Also der will mit uns kommunizieren. Und dann haben wir ihn darauf hingewiesen und er ist sofort dahinter und hat gleich hinter geschaut. Und die anderen, das hast du genau gesehen, ich habe es beobachtet. Sind jetzt gerade eine Unmenge an Menschen bei dem Wetter jetzt hier auch unterwegs. Ja. Die sind alle stehen geblieben. Die haben gar nicht geguckt. Die waren nur perplex, weil ich es ja dann noch relativ laut dort verkündet habe. Und dieser Mensch dort, also der Mann, ist gleich hinter dieses Bild und hat gleich, das gibt's doch gar nicht und erzählt mal weiter und so, ja. Und hast du sofort gemerkt, da ist einer aus dieser gesamten Masse, der mit uns verbunden ist. Der es vielleicht noch nicht weiß oder vielleicht weiß er es sogar oder vielleicht wollte uns er so sogar in ein Gespräch verwickeln. Das kann ja alles sein, man weiß ja immer nie, wer es ist. Oder? Seine Augen haben geleuchtet auf jeden genau, Fall. Genau, genau. War ein vernünftiger Junge. Ja. Genau. Einer von uns, ja. Der hatte Seele. Ja, genau. Ich würde euch mal. Der hat auch geleuchtet, hat er. Genau. Ja, ich. Genau. So, ich zeige euch jetzt einfach mal. Wir können ja mal. Niklas, weiß nicht, ob wir jetzt kurz mal hier dieses Bauwerk an sich nochmal zeigen. Dass ihr das mal sehen könnt. Wir gehen jetzt hier mal näher an diese Kante ran. Also, ihr seht genau hier diese Kante. Halt, wo ist meine Hand? Hier ist diese Kante. Und genau in dieser Ecke seht ihr, dass es auf einmal einen Knick macht nach hinten. Und da seht ihr, dass das ist nicht natürlich. Denn wenn du die anderen Berge hier anschaust, die sind alle rund, abgelutscht, so wie es ist, von Wind und Wetter. Und das ist hier eine richtige Kante, siehst du das? Und wenn du das oben, also bei Google dir genau anschaust, siehst du richtig, dass es eine pyramidale Struktur ist. Und wenn wir jetzt hier direkt an diese Kante rangehen, dann sehen wir, dass das eine ebene Fläche ist. Natürlich nicht mehr perfekt gerade, klar, weil natürlich Humus und Vegetation über die Jahrhunderte hinzukommt. Aber im Groben, liegt sogar noch eine Flasche, im Groben und Ganzen ist das in jedem Fall, ja, vielleicht finden wir sogar jetzt Strukturen, Steinstrukturen, in jedem Fall eine künstliche Struktur. So wie das hier aussieht. Und du siehst ja richtig, wie das hier steil bergab geht. In einem Winkel. Oh, schau dir mal den Baum an hier. Können wir mal hier genau zu der Kante gehen. So, und hier seht ihr, wie das hier so abfällt. Siehst du auch, Niklas, ja? Ja. Hier, siehst du genau diese Kante hier. Das sieht man aus der Ferne noch viel besser. Ja, aus der Ferne sieht man es noch viel besser, genau. Und Marcel hat das ja auch so schön bildlich bearbeitet, aufgezeigt. In dem anderen Teil, 1.3. Genau. Und das ist ja dieses Meme, was hier den Leuten ja mal setzen, um natürlich eine Geschichtsverdrehung oder ihre Geschichte zu dokumentieren, dann sagen sie einfach, ja, hier oben stand eine Burg. Hier stand die kleine Sachsenburg. So, was macht das für einen Sinn, wenn hier oben, ich sag mal jetzt Luftlinie, sind das vielleicht 1000 Meter, hier oben noch eine kleine Burg, hinbaut als sogenannten Vorposten. Ja, für was? Ja, vor allem ist da ja auch nicht viel Fläche hier oben. Ja, es ist nicht viel Fläche, man kann hier kaum was verteidigen. Was will man hier oben verteidigen? Und vor allen Dingen, jetzt nehmen wir mal an, wir haben jetzt mittelalterliche Waffen, die eine Reichweite hatten im Schnitt von maximal 100 Meter. Was will man hier auf diesem Berg verteidigen? Also wenn jetzt Angreifer aus dem Tal kommen
und wollen die Sachsenburg, also die Hauptburg, die Hauptharzburg angreifen, dann lassen sie sich doch hier von dieser kleinen Burg nicht beirren. Also ich meine, wenn du hier oben stehst, dann siehst du ja, dann kannst du ja direkt zur Burg gehen und du würdest ja mit den Waffen, mit den mittelalterlichen Waffen, was sie uns ja angeblich erzählt, die existent oder die existiert haben sollen, macht es ja technisch gar keinen Sinn, weil du könntest nicht mal von hier aus die Hauptburg verteidigen mit auf der Entfernung. Der Zugang über den Kamm zur Hauptburg ist von hier nicht erreichbar. Richtig. Und auch hier könnten nur wenige Leute sozusagen untergebracht werden und genau. Das ergibt keinen Sinn. Genau. Und die Harzburg wurde ja früher noch H-A-R-T geschrieben und dann S, also Harzburg, und der Herz ist ja eigentlich die Herzburg. Genau. Weil wir haben ja das angelsächsische, die alte Sprache, unsere alte hochdeutsche Sprache, die wir heute kaum noch zusammenkriegen, ist ein ganz wichtiger Schlüssel für euch zum Verständnis. Da habt ihr bestimmt schon viel, wenn ihr auf Marcel und meinem Kanal wart, drüber gehört. Ansonsten ist das einfach nochmal so ein Fingerzeig da drauf, vielleicht für euch ein Öffner für die ganze Geschichte, da weiter einzusteigen. Der Harz, kann man jetzt so vom Namensklang, gibt es keine Erklärung für die Wissenschaftler, die sich mit der Namensherkunft des Harzes beschäftigen, warum er Harz heißt. Die Fichten haben hier so nie gestanden früher, deshalb ist hier auch ein Fichtensterben. Die Fichte gehört ja nicht hin, auf die Höhe jedenfalls nicht. Vielleicht oben beim Torhaus auf 800 Meter Höhe. Wir haben aber kaum Ecken im Harz, die so hoch sind auf Dauer. Da würde sie natürlich vorkommen. Ansonsten würde sie als Baumart hier nicht so vorkommen. Deshalb stirbt sie auch jetzt. Der Harz ist das eigentliche Herz. Und so wie der Körper des Menschen Organe, Aufgaben haben, hat Deutschland als Land der Mitte auch einen Ursprung. Und das ist eben das Herz. Und beim Embryo entwickelt sich auch das Herz mit als erstes. Und das soll euch einfach auch nochmal einen kleinen Gedankenhinweis darauf geben, was wir hier in unserer Kultur wiederfinden. Weil wir sprechen ja über eine sehr alte Kultur, die man schwer nachweisen kann, weil sie eine Kultur der Natur war, weil wir als Menschen Natur sind. Genau. Aber es gab Beweise, mehr als genug, aber diese wurden eben verdreht vor allem, weil vieles wird verdreht. Einfach nur umdrehen, viele Gedankenspiele einfach mal ausprobieren, was es wirklich war, was es nicht war. Und genau, so wie mit Heinrich. Ja. Dass Heinrich im Ursprung nämlich der Sachsenkönig war. Denn was ich jetzt auch auf meiner letzten Sachsenreise in Dresden festgestellt habe, weil man ja die Sachsen sozusagen hat ja Heinrich der Löwe, also der Löwe hat ja sozusagen die Sachsen bekämpft in der heutigen Geschichtsschreibung. Aber dann sollen mir doch bitte die Wissenschaftler, die heute die Geschichte verklären und auch die hochhalten und auch in den Universitäten verbreiten, sollen sie mir doch bitte erklären, warum denn gerade der Löwe zuhauf in Dresden, überall an allen historischen Bauten ist der Löwe zu finden. Und selbst im Dresdner Landtag oder in diesem Rathaus, was dort steht, ist der Löwe im Wappen zu finden. Und ja? Er war ja auch beliebt. Es gibt ja unterschiedliche Geschichtsschreibungen. Vor 1945 sah das noch ganz anders aus. Da war er ein grandioser Regionalherrscher. Er war ja Herzog von Sachsen. Genau. Und er hatte auch hier, also die Sachsenkriege, das ist ja ein großflächiger Begriff, der in vielen Zeiten stattgefunden hat. Also das ist auch nochmal so ein Thema, wo man reingehen muss. Man hat viele, viele Geschichten aus einer gemacht. Richtig. Viele Namensüberlagerungen. Man kann das auch da drin sehen. Zum Beispiel, man sagt da der König Radbot und Friesen, also der Friesenkönig Radbot und Friedrich Barbarossa. Radbot heißt Rad. Rad ist rot in der Sprache und Bot ist Bart. Und Rotbart haben sie ihn hier halt genannt. Genau. Wir haben ganz viele Herrscher gehabt, die kannte man in gewissen Regionen nur vom Namen her. Aber man hat hier unterschiedliche Mundarten gesprochen in der Sprache. Nach der Zeit natürlich, es war nicht immer so. Aber es gab doch unterschiedliche Ausdrucksweisen. Und nur weil wir heute Rotbart sagen in unserer heutigen Sprache, die früher Radbot gesagt haben und dann in dem wiederum italienischen Zügen ein Barbarossa daraus gemacht haben. Richtig. Dürfen wir verstehen, wer hier eigentlich wo war und wo auch die Landteile lagen, die Landstriche. Genau, das ist auch nochmal wichtig, dass das hier alles vom Wasser umgeben war, was ich auch in meinem Kanal zeige. Und das Interessante ist ja, was hast du von Kindestagen immer gehört? Erzähl es mal selbst.
Und das ist wieder eine Sache, wo ich sage, wir kennen uns nicht, wir haben uns das erste Mal getroffen, wir stehen aber hier schon, als ob wir uns schon, weiß ich, 100 Jahre kennen. Ja. Und er sagt mir auf einmal genau das, was ich euch in meinen Videos zeige und was ich selbst auch in meinen Vorstellungen mal hatte. Aber sag's mal selbst. Naja, ich habe als Kind halt immer geträumt, dass das Meer hier bis zum Harz ging, auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, ja, und man findet es ja auch. Man kann die Riffe hier finden, auf jeden Fall. Ne? Also, da Korallenriffe jetzt... ist ja alles da. Man kann es sogar besichtigen. Und man hat ja auch die alten Karten. Das war hier das Mittelländische Meer und deshalb war auch das eigentliche, die hellenische Kultur kommt hier eigentlich her. Oder auch, wenn man sagt, die Griechen, das war eine geflohene atlantische Kultur. Wir können ja dabei hochgehen, oder? Ja. Ist ja oben energetischer gerade ein bisschen schöner gewesen, als an der Kante zu stehen. Ist das natürlich ein Riesenthema, was wir gerade auspacken, aber wir haben uns ja auch das erste Mal hier jetzt wieder getroffen und haben natürlich... Genau. Überlaufenden Effekt hier. Ja, genau. Ja. Und das ist das, warum jetzt die Hydra, wie ich es ja immer bezeichne, die mehrköpfige Schlange, was ja auch aus der Antike ja auch kommt, aus dem sogenannten Griechenland, wo sie ja Griechenland draus gemacht haben, letztendlich um sich schlägt. Ja? Warum sie jetzt auf einmal ihre orientalischen Krieger wieder versammelt, um hier wieder einzufallen. Und das ist das, was im Mittelalter passiert ist. Die Leute wollen es nicht glauben, aber es ist so. Überdenkt doch nach, woher kommt der Kaffee? Hat man gerade das Thema gehabt? Ja, was verursacht denn Kaffee? Kaffee ist Gift, meine lieben Freunde. Wenn ihr von einer Schlange gebissen werdet, dann hebt der Körper den Blutdruck an. Und warum tut er das? Weil das Blut wäscht deinen Körper wieder rein von Giftstoffen. Und das ist der Transponder, das ist das Transportmittel. Also muss der Blutdruck erhöht werden, damit das Gift raustransportiert wird. Und du entleerst dich auch kurz vorm Tod, macht man ja alles. So, und wenn man viel Kaffee trinkt, hat man einen erhöhten Harndrang und erhöhten Blutdruck. Und wenn jemand sagt zum Beispiel, ich muss jetzt mal einen Kaffee trinken, weil ich fühle mich so müde. Ja, was passiert denn im Körper? Der Blutdruck wird erhöht, meine lieben Freunde, weil der Körper erkennt, es wird Gift zugeführt, du stößt Adrenalin aus, deine Konzentrationsfähigkeit erhöht sich, wie in einem Kampf gegen ein wildes Tier oder gegen einen, der dir was tun will. Und das verursacht Kaffee. Also ist Kaffee nicht gesund, sondern das Kaffee ist Gift. Macht ja auch die Zähne kaputt. Und dunkel. So, und dunkel. Und das übrigens auch, genau. Und dunkel. So. Ja, und dann muss ich oft auf Toilette. Und warum muss man oft auf Toilette? Weil der Kaffee natürlich ausgewaschen wird aus deinem Körper. Wird abtransportiert, er muss raus. Und das ist das. Und wer hat den Kaffee hierher gebracht? Wer stand vor Wien? Wer hat Wien belagert? Warum gibt es heute Wiener Kaffeehäuser? Versteht ihr das? Wer hat die Zahlen hierher gebracht? Alles im Jahre 1500, 1600 passiert. Auch hier die Geschichte mit der, um der Harzburg herum. Auch die Geschichten, die Niklas gesagt hat in seinen Videos, wo die ganzen Kirchen hier, die ganzen Bauwerke geschliffen waren. Die Frage ist, waren es denn überhaupt Kirchen gewesen, so wie wir sie heute sehen? Ich habe es ja in einem Video gezeigt, dass die Innenleben der Kirchen, wenn ihr euch genau das anschaut, der Inneneinrichtung der heutigen Kirchen, passen gar nicht zur Architektur. Die passen teilweise gar nicht zu den Fenstern. Ich baue teilweise große Fenster ein und verschließe sie dann wieder mit einer Holzkonstruktion, damit ich eine Treppe hochbaue. Was ist das für ein Quatsch? Wie dumm halten die alten Baumeister? Und da seht ihr, dass diese alten Bauwerke eine ganz andere Funktion hatten. Gerade die alten Domanlagen. Die Domanlagen. Warum heißt es Dom? Weil wir unter einem Dom und unter einer Kuppel leben. Ja, es ist so. Darum heißen die Domanlagen. Sie wurden aber besetzt und sie wurden umgenannt, verklärt. Ja, und das ist das. Und sie haben die arabischen Zahlen hierher gebracht. Also das heißt orientalische Zahlen. Die Getränke. Es wurde so viel, im 1500, 1600 ist so viel passiert. Der gregorianische Kalender wurde hier eingeführt. Wer ist denn überhaupt Papst Gregor? Warum haben sie denn die Mitra, den Fischkopf auf, den man ja heute bei den Syrern findet? Nichts gegen die Syrer heute, nichts gegen die Menschen, die dort leben. Aber wir müssen geschichtliche Zusammenhänge, müssen wir sagen, was hier passiert ist. Und wenn wir die Entwicklung jetzt gerade sehen und ich mir die Videos die letzten zwei Tage anschauen musste, dann decken sich jetzt die aktuellen Prophezeiungen, dass sie irgendwann wieder am Rhein stehen werden. Ja. Es klingt für viele verrückt, aber wenn ihr auf unseren Reisen mitkommen würdet, wenn ihr so das fühlen würdet, was wir in Kindesalter, wir haben uns ja jetzt eine Stunde ausgetauscht, was wir schon damals gesehen haben, dann würdet ihr wissen, was wir meinen.
Und wir sind auf diese Reisen, oder ich und auch Niklas, wir begeben uns auf diese Reisen, weil wir für uns die Wahrheit finden wollen, weil wir aus dem Inneren heraus etwas spüren, wo wir sagen, das passt nicht. Ich habe vor 2 Tagen zu jemandem gesagt, oder vor 3 Tagen zu jemandem gesagt, auf mein Körper liegt wie eine schwere Decke. Es ist seit Tagen irgendwie so ein Unbehagen. Und da fragte sie, was hast du? Und da sagte ich ihr, ja, ich weiß nicht, aber es ist irgendwie, ich bin wie gelähmt. Und es ist irgendwas im Äther, irgendwas passiert gerade. Und es war auch gerade der 22.02.2022. Nun schaut mal an, was Putins Truppen gemacht haben. Genau am 22.02.2022. Ja, das war eine Pluto-Konstellation und da gibt es ja entscheidende Daten in der Vergangenheit. 1776 wurde da Amerika oder die Vereinten Nationen Amerikas gegründet. Zu dem Datum, wo das eben sich auch wiederholte, was da passiert ist. Und das ist eine Zerstörungs- und natürlich auch Neuanfangskonstellation. Man sagt doch, das hatte was mit dem Römischen Reich zu tun, diese Konstellation. Tja, schaut auf mein Video, also auf meinen Kanal, die Weltenwende. Ja, die Weltenwende ist der Hammer. Und bereit zur Wende. Ja, und da habe ich das mehr oder weniger. Also wisst ihr Leute, ich meine viele, die meinen Kanal gucken, ich spüre das ja auch und die liken mich auch nicht, weil sie denken, naja, ich kenne den ja eigentlich ursprünglich anders. Wisst ihr, als Kind, wenn ihr das gespürt hättet, was ich schon gespürt habe, aber in der DDR warst du halt einfach eingesperrt. Du konntest damit keinen drüber reden. Es gab keinen. Weil die waren so in ihrer Maschinerie drin, in ihrem System drin und man hat ihnen das so eingebläut. Also Kindergarten, Schule, Wehrpflicht, Beruf, Sterben, Rente. So ist dieses Leben. Aber Leute, das ist nicht das Leben. Das ist nicht was ihr seht. Sondern das, was wir euch zeigen, ist das Leben und davon wollen sie euch trennen. Und als Kind hatte ich schon immer diese ganzen Visionen. Ich will es jetzt einfach mal sagen, einen jüdischen Freund, ich weiß auch, dass er meine Kanäle guckt, aber er wird wahrscheinlich über meine Thesen auch verwirrt jetzt sein. Und ich hatte ihm mal diese Geschichte erzählt, er kann es vielleicht auch bestätigen, über diesen Tempel, wo wir auf einer Tempelanlage standen, beziehungsweise in einer Stadt standen, in einer antiken Stadt. Und wir von dieser Tribüne geschaut haben und ein Volk wurde aus dieser Stadt geführt. Und ich wusste, dass dieses Volk nicht zu uns gehört. Aber wir haben diesem Volk auch kein Leid zugeführt, sondern es wurde mit Jubel aus dieser Stadt, also aus unserer Heimat sozusagen verabschiedet. Und ich stand dort oben mit Tränen in den Augen. Das ist ein Traum, den ich eigentlich noch nie, also selten irgendjemand erzählt habe. Aber das ist ein Traum, den hatte ich 2004. Und wir standen und die Menschen, das waren alles weiße Europäer in weißen Gewändern. Frauen, Kinder, Männer standen in einer antiken Stadt und es war eine riesige Energie, es war ein Riesenjubel. Und wir standen auf einer Art Bühne und ich schaute von dieser Bühne herab. Und ich stand aber hinten, als ob ich das von oben alles so gesehen habe. Hatte so auch Tränen in den Augen, es waren aber mehr Freudetränen, es war aber auch eine Bedrücktheit dabei. Also es bedrückte mich auch ein bisschen, also das heißt, es muss irgendwie auch was Trauriges passiert sein, aber letztendlich war es das Ende und ein Neuanfang. Und das habe ich jetzt in den letzten Monaten immer öfters und darum ist dieses Video Weltenwende entstanden. Das ist bei mir auf hoher See entstanden. Ich lag im Hafen allein und habe einfach angefangen. Also ich habe mir das auch nicht ausgedacht oder sowas. Ich habe einfach diesen Engel gehabt noch. Der mit dieser Fahne, da kann ich auch mal noch eine Geschichte drüber erzählen. Ich muss auch gleich mal eine Pause machen, weil ich muss, glaube ich, gucken, meine SD-Karte, die leuchtet hier rot, kann sein, dass mein Speicher gleich voll ist. Aber das will ich jetzt kurz noch ausführen. Ich hoffe, der filmt jetzt hier noch. Dieser Engel, wie gesagt, der verfolgt mich jetzt schon seit einem halben Jahr. Und da wurde ich auch in der Nähe, in den Auen von Heinsleben, wo ich jetzt auch meine Forschung schon betreibe. Und da können wir übrigens auch mal selbst zusammen mal hinfahren, mal eine richtige wilde Tour. So, Freunde, da sind wir wieder. Also Speicher ist jetzt wieder leer. Also wir waren ja bei diesem Engel stehen geblieben. Und beruflich bin ich ja nun oft unterwegs. Und da trafen wir, ich erzähle euch einfach mal die Geschichte jetzt. Und die ist vielleicht auch gerade jetzt hier passig, hier oben auf dem Berg. Und nur damit ihr wisst, dieses Video Weltenwende, warum dieser Engel, der ja letztendlich ein weiblicher ist, dann symbolisiert es ja oben der Halbmond, das ist ja für Luna, also für die Weiblichkeit ja auch steht, für Maria. Und dann hing der halt in diese Kirche, dieser sogenannten Kirche, was ja eigentlich keine Kirche war.
Und jeweils trafen wir da ein Mann und ich fuhr mit meiner Kollegin so durch dieses Land und es war ja auch alles wunderschön. Das ist da hinten, wo übrigens auch ein Kloster ist von Otto, was auch wieder erzählt wird. Und das heißt Wallberg oder Wallburg, kann ich jetzt nicht genau drauf. Und das Wappen ist übrigens auch ein Fluss mit einer Burg. Das heißt, die Burg ist von dem Fluss umgeben und diese gesamte Region ist dort auch schiffbar. Das werde ich euch in der nächsten Videoreihe zeigen. Vielleicht machen wir es mit Niklas zusammen. Müssen wir mal schauen, wie wir das zeitig hinbekommen. Jedenfalls war das auch so ein Ding. Ich bin dort durch dieses Lande gefahren und habe sofort zu meiner Kollegin gesagt, ich spüre hier wieder was. Und sie weiß, wenn ich das sage, dann gehen bei ihr schon die Augen, rollen die sich nach hinten. Und dann weiß sie, dass ich erstmal wieder stundenlang irgendwo dort unterwegs bin und eigentlich nicht das mache, was wir da eigentlich normalerweise beruflich machen sollten. Und das ist die Berufung. So, das ist die Berufung, genau. So. Und dann breche ich dann einfach aus. Weil ich habe das früher nicht gemacht, sondern ich habe das einfach nur in mir reingefressen, wäre durchgefahren und hätte dort mein Ding gemacht, so wie das andere ja auch machen würde. Und du frisst das dann irgendwann in dir rein und gehst frustriert nach Hause und du kannst es auch nicht rauslassen und du kannst mit auch keiner drüber sprechen, weil keiner hört dir auch zu und alle denken, naja, was hat denn der jetzt schon wieder für ein Problem und so. Und das ist dieses Problem, was ich immer für mich persönlich hatte. Oder menschlich hatte Personen, gibt es ja im Prinzip. Diese Person ist ja fiktiv. Aus Personen hat man uns ja, man versucht uns ja aus Personen, also zu Personen zu machen. Und jedenfalls habe ich dann irgendwann angefangen, das nicht mehr zu machen. Sondern einfach zu meiner Kollegin zu sagen, nö, das halten wir ja an. Und wenn ich fährst mit dem Zug nach Hause. Und seitdem ich das so tue, entsteht so ein Fluss. So ein energetischer Fluss. Weil du tust es einfach. Du machst einfach genau das, was jetzt gerade für dich wichtig ist. Genauso wie das Video. Wir haben hier nichts irgendwie vorgedreht oder irgendwas anderes. Wir treffen uns hier einfach und reden und es funktioniert, weil wir im Fluss sind. Und jeweils haben wir dann dort einen Menschen getroffen, der uns garantiert auch geschickt wurde. Der hat uns auch ganz recht herzlich, er und seine Frau haben uns dann bei ihnen zu Hause auch verköstigt und auch eingeladen. Und es war auch alles wirklich, man war zu Hause. Also man kannte aber diesen Menschen, aber war zu Hause. Und auf einmal fing er an, ja, wenn Sie sich da so für interessieren, weil wir sind dann irgendwie auf so ein Thema gekommen, wissen Sie denn überhaupt, dass es oben auf unserem Berg, an dem Sie vorbeigefahren sind, eine Kirche gab? Die steht mitten im Wald, das ist eine Ruine. Meine Kollegin guckt mich an, weil ich, ohne dass ich da jemals war, ich bin da einfach nur vorbeigefahren und sie hat gesagt, die denkt ja manchmal mal, hier ist irgendwie eine Schraube locker. Guckt sie mich an und sie wusste genau, dass ich wieder recht hatte. Es war einfach so. Es war wirklich da oben was. Und dann war es natürlich, dann war der Tag vorbei. Also das, was wir eigentlich dort machen wollten, war komplett vorbei, weil ich dann zu meiner Kollegin gesagt habe, tja, hast Pech gehabt, jetzt fahren wir mit dem Mann dorthin. Und wir haben dann fertig gefrühstückt und er dann auch sofort. Das war wie so ein Drehbuch. Zack, Telefonbuch auf, seinen Ex-Bürgermeister, also seinen stellvertretenden Bürgermeister, er war auch Bürgermeister früher, auch zu DDR, also in der Wendezeit, Telefonbuch raus, Mensch, Erhard, irgendwie wie er hieß, ja komm vorbei, wir haben hier jemand und der will das jetzt unbedingt sehen, wo ich denke, oh, das geht ja hier heute los. So. Und ich dann natürlich, ja, wir uns alle in das Auto reingequetscht, ja, und sind dann quer durch die ganzen Wälder gefahren, also wirklich, ja, drei Rentner, also wie gesagt, seine Frau, er und der Mann und so, dann saß man da so fünft in meinen Offroader, hat man zum Glück, deswegen konnten wir auch gut ins Gelände reinfahren. Und dann sind wir da so durchgefahren. Und dann sind wir so auf dem Weg dorthin. Und ich spürte schon, dass der Mann, der noch mit dahin zugekommen ist, weil das war so der Heimathistoriker, dass ich mit dem energetisch, dass der mir irgendwas sagen will. Das spürte ich sofort. Wo der ins Auto reinkam, wusste ich sofort, er hat nicht viel geredet. Er sagt, ja, Schweigen, ja, das kennst du ja, mit wenig Reden ist immer Silber, ja, wie Gold, ja. Und ja, wir dann ausgestiegen an dem Ort gewesen, um das mal jetzt zu verkürzen. Und dann sind wir so zu dieser Ruine. Und da stand auch hier das Christuskreuz, so wie es jetzt hier oben auch steht. Was ja aus meiner Sicht, was ja viele ablehnen, gerade so aus dem heidnischen Bereich. Aber da kann ich euch auch eine Geschichte drüber erzählen. Oder beziehungsweise nicht eine Geschichte, sondern eine Erinnerung. Denn das ist ja symbolisiert, wie es Leonardo da Vinci gemacht hat. Der Mensch, anatomisch ist es ja der Mensch. Und wenn ich sowas ablehne, dann lehne ich ja auch den Mensch und die Schöpfung ab oder die Erschaffung des Menschen, also Gottes Werk lehne ich dann ab. Und deshalb lehne ich dieses Symbol nicht ab, sondern es wurde ja bewusst mit Memen behaftet von den Eroberern. Deswegen hat man ja alle ans Kreuz geschlagen
Und wer es nicht glaubt, der soll doch einfach mal gucken, was die Osmanen mit den Armeniern, armenischen Frauen gemacht haben. Das ist gar nicht so lange her, die Geschichte. Ja, 1910 oder so. Genau, sie wurden alle ans Kreuz geschlagen. So wie sie es hier auch mit den Sachsen gemacht haben. In einer Reihe gibt es Fotos. Genau, von, ja. Genau. So, ja, und das haben sie hier genauso gemacht. Jetzt kursiert ja auch gerade in der Ukraine ein verzerrtes Bild, wo auch jemand angeblich, einmal war es ein Russe, der ans Kreuz geschlagen wurde, einmal war es ein Ukrainer. Jeder erzählt was anderes. Ich kann euch sagen, es war ein Europäer. Und es ist egal, was er ist, ob er Russe oder Ukrainer ist. Es ist ein Europäer, es ist ein Stammesbruder. Und den hat man ans Kreuz geschlagen. Und die, die es taten, sind genau die, die dem Teufel verfallen sind. Gut, jetzt sind wir bei einer Kirche, bei der sogenannten Kirche, und wir kommen dorthin. Und ich stelle mich so mitten in diese Ruine rein, so mitten in dieser, was so ehemals diese Halle, dieses Schiff sein sollte. Und dann guckte ich den, wir standen alle so in einer Reihe, und dann haben die irgendwie auf gewartet, was ich sage. So als ob sie nochmal, wir führen dich jetzt hier hin und nur erzähl mal hier was, nur sag mal was, ja. Und dann schaute ich meine Kollegin an, schaute die anderen an und sagte, nee. Niemals war das hier eine Kirche, und das Kreuz stand hier auch nicht. Mhm. Und dann auf einmal ist der Heimathistoriker vollkommen explodiert. Mhm. Er wusste sofort, wem er vor sich hatte. Mhm. Und er fing an zu seinem anderen Kollegen, Walter. Mhm. Walter, ich wollte dir das nie erzählen. Mhm. Überleg mal, ich, beide Bürgermeister gewesen. Ich wollte dir das nie erzählen. Aber hier war das und das und das, und ja, und das Sächsische Landesinstitut für Archäologie hat auch was anderes festgestellt und so. Und er dann, warum hast du mir das nicht erzählt? Dann haben die sich da ja so beide, ja. So, und ich dann, ruhig bleiben, Freunde, wir wollten hier keinen Streit, sondern genau das ist das, warum ich heute hier bin. Und der Walter, der mich dorthin geführt hat, der ist übrigens in seinem hohen Alter genauso wie wir. Also auch energetisiertes Wasser. Nur bestimmte Nahrung essen und vollkommen gegen die Schulmedizin, und der ist kerngesund. Ja, und der ist energetisch genauso drauf wie wir, und deswegen sollte ich auch diesen Menschen treffen. Ich kannte ihn ja vorher gar nicht. Das ist alles übrigens an dem einen Tag passiert. Und da werden wir auch noch eine Videoreihe drüber machen. Und dann ging das ja los, und dann war hier das und das. Und dann habe ich den Mann dort gefragt, den Historiker, können Sie mir hier noch mehr zeigen, weil ich spüre hier, der ganze Wald ist hier sind Menschen gestorben. Ich spüre hier ein Leid, hier sind Menschen gestorben. Da ist er richtig blass geworden. Dann guckt er mich an und sagt, waren Sie schon mal hier? Ich sage, nein. Ja, wir sind jetzt gerade den Totenweg hochgefahren. Das ist aus einer mittelalterlichen Aufzeichnung, ist das der Totenweg, der Gräberweg. Ich sage, sehen Sie? Ich sage, ich denke mir das nicht aus. Ich sage, wo sind denn die Gräber? Ja, das waren alles ehemalige Megalithgräber. Oh, ja. Und die wurden von den Russen nach dem Zweiten Weltkrieg zusätzlich mit ihren bolschewistischen Schergen gesprengt, also in Anfängen der DDR-Zeit. Man findet heute auch sogar noch Bohrspuren. Man hat also sogar Swastikas und Runen auf diesen Megalithanlagen gefunden. Das waren alles Hügelgräber, die hat man komplett geschändet und abgebaut. Angeblich, weil man Steine brauchte, was ja völliger Quatsch ist, weil da in der Nähe ist ein Steinbruch. Das ist immer so eine Standardausrede. Genau. Wir haben Steine gebraucht, die waren schon so schön. Ja. Genau, genau. Ja, und man sprengt die dann oben im Wald auf den Berg und trägt die runter. Also völliger Schwachsinn. Und da werde ich euch auch noch mehrere Sachen zeigen. Und dann geht er mit uns so durch den Wald und erzählt mir diese Geschichte. Und dann merkte ich so, diese Schwere löste sich dann bei mir, weil ich dann wusste, wo ich war. Und dann machte er auf dem Boden, wischte er so mit den Füßen. Und er sagte, hier sind die Straßen. Da ist ja sein Bekannter komplett vom Glauben abgefallen. Das waren richtig wie alte römische Straßen, so wie man es im sogenannten Rom kennt, gepflasterte Straßen mitten im Wald. Gepflastert, uralte mittelalterliche Straßen. Das heißt, dieser ganze Berg wurde geschliffen, es wurde alles zerstört, es wurde alles kaputt gemacht, und das ist eine Gramanlage, eine Bewässerungsanlage, Teichanlagen, Stauanlagen, alles in diesem Wald um diesen Ort drumherum. Und wenn du da unten an der Straße langfährst, würdest du das niemals glauben. Und das ist nun mal so eine Geschichte. Und dann sagte er so, jetzt sind wir einmal dabei. Und meine Kollegin verdrehte dann noch mehr die Augen, weil sie ist da nicht so für. Also ich grüße dich, du schaust ja auch meine Videos. Aber ich muss dich jetzt einfach mal nehmen als Beispiel, und ich nehme es mir nicht für übel. Aber, und dann sind wir zu der Kirche in dem Ort gefahren. Und zwar ist das eine Kirche, eine ganz besondere Kirche, denn die hatte ein umgedrehtes Schiff, das muss man sich vorstellen, wie so ein Wikinger-Langschiff.
Und wenn ihr das auf Kopf dreht und oben auf einer Kirche als Dach drauflegen würdet, so sieht das aus. Also so richtig Schiffsplanken, als ob ihr unten praktisch unter einem Schiff steht. Und das Schiff wurde blau angemalt, es wurde so wie so ein Himmelsreich aufgemalt, so mit den ganzen Sternen. Und die Pastorin war auch damals auch noch dort in der Kirche. Und dann bin ich so in dieser Kirche rein und spürte sofort diese Energie und sagte sofort, auch da wieder, zu dem Heimathistoriker, dieser Altar, der uns gerade hier anschaut, ist falsch. Und dann schaut er mich an und sagt, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich sage, der ist falsch. Nee, der ist von 1600 und siehst du mich nicht. Nee, von 1700 und siehst du mich nicht. Hier, da oben steht's. Es stand auch tatsächlich da oben dran. Ich sage, nein, der ist falsch. Und die Pastorin natürlich die Nase gerümpft und hat das überhaupt nicht gefallen, was ich da so, aber sie hat mich auch nicht irgendwie vertrieben. Ich bin da einfach drin geblieben. Und dann hab ich die beide geschnappt, die älteren Leute. Und sind dann noch so andere mitgekommen, die auch gerade in der Kirche waren. Die haben da, glaube ich, ihre Kollekte gerade, glaube ich, erzählt gerade. Irgendwas haben die da gerade gemacht. Und dann sind wir hoch zu dem Altar. Du kannst es also hinten mit einer Treppe hoch zu dieser Orgel. Und so wie es ist, wenn ich das Bild noch finde, blende ich es jetzt auch in diesem Video hier ein. Da waren dann Aufzeichnungen von 1561. 1500 noch was. So, in den Bänken unten drunter eingeritzt. Und da war alles vorbei. Und da habe ich euch gesagt, ich sage, ich sage, das war hier keine Kirche, es war ein Langhaus. Die hat man zur Kirche umfunktioniert. Und pass auf, und jetzt hat der Heimathistoriker mir sogar bestätigt, dass der Kirchenturm später an dieses Haus angebaut wurde. Die Uranlage war nur das Haus, nur das Schiff. Und das sagt ja auch schon alleine Schiff. Man sagt ja heute auch noch zu den Kirchen Schiffen. Und warum sagt man Schiffe? Wie die Langhäuser, wie man sie in Norwegen findet. In Norwegen baut man es nur aus Holz und hier hat man es aus Stein gebaut. Es war also nichts anderes. Und jetzt kommt's. Und dann bin ich dort runter, wo wir das dann alles geklärt haben. Da war dann sozusagen die Sache im Dorf erstmal geritzt. So, und es konnte sich ja keiner diese Decke erklären. Und diese Decke, die wir dort sehen, gibt es nur einmal in Europa und die gibt es in Rom, also in Italien. Irgendwo in Italien gibt es nochmal die gleiche Decke von dem gleichen Maler und keiner kann sich erklären, wie das hier nach Heinsleben diese Decke kommt, diese Kirchendecke kommt. Und da habe ich auch die Pastoren und auch so, die so christlich verbunden sind, die wollen das ja immer leugnen, dass eben halt diese ganzen Plejaden, die Sternzeichen, dass das ja alles gar nicht zum Christentum passt und dass es das ja heidnisch ist und so. Und dann habe ich aber gesagt, ich sage, aber das Christentum ist das Heidentum. Ich sage, ihr habt es einfach nur in euren Köpfen getrennt. Ich bin ja da gleich auch Konfrontation mit ihr gegangen. Und ich habe gesagt, ich sage, das, was ihr heute von Heidentum sprecht, das ist einfach nur eine Kopfspaltung, das ist eigentlich eine gedankliche Spaltung gewesen, damit ihr euch in Gruppen spaltet, wie eine Partei. Aber es ist ein und dasselbe. Das Urchristentum ist genau das, was man ja heute Naturverbundenheit nennt, was man Gottes Werk ist. Das ist die Schätzung Gottes Werkes. Und darum hat man auch die Sterne angemalt, weil man davon begeistert war. Und deswegen hat man das auch als Gewölbe gemalt, als Himmelsgewölbe. Deswegen sagt man ja auch zum Dom ein Dom. Wir leben ja unter einer Kuppel, unter einem Dom. So, und da stand ich so mitten unter diesem Gewölbe. Die Menschen spürte ich auf einmal, entfernten sich wirklich, die gingen dann raus. Ohne dass ich irgendwas sagte und ich stand dort allein. Und dann auf einmal passierte Folgendes. Da war auf einmal, als ob ich, wie kann man es beschreiben, als ob ich allein in einem Raum stand. Ich stand aber noch in dieser Kirche. Und gefühlt stand ich dort eine Dreiviertelstunde, oder fast eine Stunde, stand ich gefühlt in diesem Raum, gedanklich in diesem Raum. Und links, Menschen, alles war komplett ausgeblendet. Und dann schaute ich hoch zu dieser Decke, wo ich in diesem Raum stand. Und auf einmal, als ob der Engel zu mir runterkam, da sind zig Engel da oben auf dieser Decke. Also ich hätte mir da sonst was für einen Engel aus. Und genau dieser kam von der Decke runter, also geführt runter, also kam mir näher, optisch näher. Und dann auf einmal sah ich denn diese Fahne, sag es ihnen. Und da habe ich dann meinen Kanal begonnen. Das sind ja visuelle Wahrnehmungen. Das ist ja nichts, viele Leute können das abtun als irgendetwas, das man wahrnimmt. Aber das sind Dinge, die passieren zu Anfang. Die Welt ist nicht fest. Alles kann Geschichten erzählen. Gemälde, Wände, alles fängt eigentlich an, sich zu bewegen, weil alles eigentlich in Bewegung ist. Wir haben uns nur angefangen, darüber abzustimmen, dass alles fest ist. Weil man uns das eingeredet hat als Kind, nimmst du die Welt als kleines Baby noch ganz anders wahr. Richtig. Das sind die Dinge nicht fest. Der Raum hat eine Krümmung, eine ganz andere. Und auch Alois Erlmeyer, wie der eingeweiht wurde damals. Da kam die Maria aus dem Gemälde. Da hat er gedacht, was ist das denn? Ja, so kam ja, dir der Engel von der Decke. Ja. Das kriege ich gerade Gänsehaut. Ja, das ist so. Erlmeyer hatte drei Einweihungen, sagt er selber. Das wusste ich nicht. Die Maria ist damals, er war ja Brunnenbauer. Und er hat dann gearbeitet, hat sich dann zum Mittag hingelegt im Raum, wo er da in Bayern gearbeitet hat.
Und eine seiner seherischen Einweihungen war dann die Maria, die aus dem Gemälde, wo er drauf guckte, herausgetreten ist, leiblich zu ihm, und dann ist es abgegangen. Ja. Mhm. Und so dann kam das immer mehr bei ihm. Das war eine seiner Einweihungen, von denen er selber erzählt. Mhm. Ja, siehst du. Und darum habe ich wahrscheinlich jetzt auch diese Träume, was jetzt gerade die Ukraine betrifft. Und viele lachen darüber. Aber es ist ernst. Ich hatte das wirklich vor 3 Tagen. Ich habe das jemand auch erzählt. Damit ich immer irgendwo so für mich auch so einen Beweis habe, dass ich nicht irgendwie, dass man das träumt. Und so war es auch in der Kirche. Ich stand in dieser Kirche und meine Kollegin sagte noch irgendwie, ja, du standst das schon eine ganze Weile. Und ich schaute einfach nur nach oben, und aber der Raum um mich drumherum, das war alles weg. Ich war nur noch da, und dieser Engel kam oben runter, und deswegen musste ich den auch unbedingt fotografieren. Deswegen hatte ich den auch auf Facebook, auf mein Titelbild mal drauf. Deswegen spricht er ja auch sozusagen in dem Video Weltenwende, in den ersten Abschnitt, spricht er ja. Und das, was ich dort sage, das habe ich mir nicht vorher ausgedacht oder irgendwo erlesen. Ich saß abends, nachts auf mein Boot, war allein. Ich bin manchmal auch ein paar Tage dort allein. Und weil ich das auch so für mich brauche und genau, weil man eben solche Dinge verarbeiten muss, weil sonst kann man die nicht verarbeiten. Und dann fing ich auf einmal an, die Kamera rauszuholen, und dann habe ich, ach komm, jetzt haust du mal hier so ein Ding raus. Und dann habe ich das angefangen, und dann auf einmal ist das Video entstanden. Und wenn du das mit Irma jetzt erzählst, ist natürlich ein bisschen schaurig wieder für mich, weil das können sich viele Leute mal nicht vorstellen. Und ich sage es auch zu meinen Liebsten auch immer, es ist manchmal erdrückend, und es ist manchmal, wie wir es vorhin auch nach oben auf hier auf dem Berg hier hoch, haben uns ja schon eine Stunde vorher unterhalten, es ist manchmal wie der Frodo, der den Ring trägt. Ja? Das ist eben diese Last, die du hast. Das ist ja das, was in Herr der Ringe ja auch symbolisiert wird. Du hast diese Macht des Teufels, du hast diesen Ring, und du weißt, du kannst mit diesem Ring alles machen. Du könntest alles machen mit diesem Ring. Und du sagst dir aber, nein, ich möchte in meiner Welt bleiben, und ich muss diesen Ring nur dorthin bringen, damit die Welt gut wird. Und auf dem Weg dorthin, auf dieser Pilgerreise, das ist ja eine Pilgerreise, die der dort erlebt hat, hat das ja oft benutzt für sich und hat es dann auch mal genommen und ist dann auch mal den Teufel verfallen. Und das ist auch absolut menschlich. Ja, er hat seinen besten Freund misstraut. Ja. Dass das passiert. Und das ist ja diese Spiegelung hier in unserem Leben, dass auch ich nicht perfekt bin, auch ich hatte ein anderes Leben. Nur diese Erkenntnis dorthin, den Weg, den du nimmst, das, was wir finde, auch bei dir in deinem Weg auch schon gesehen haben, dass du das hattest. Und das, was ich damit sagen will, ist, das ist ja diese Verzickung. Jemand, also ein Kollege hat ja zu mir gesagt, der vor einem Jahr zu mir gesagt hat, Mensch Marcel, du könntest so viel Geld verdienen, du könntest so reich werden. Ich hatte mich mit einer Lehrerin unterhalten, da ging es um diese BRD, um diese ganze Scheinwelt, die sie um uns drumherum gebaut haben. Und da sagte sie, da habe ich mich 2 Stunden mit dir unterhalten. Und da sagte sie, zum Ende des Gesprächs sagte ich ihr dann, ja, und können Sie sich das vorstellen? Und sie sagt, ja, das weiß ich alles. Aber Marcel, warum nutzt, da sagt die auf einmal, das ist das, wo ich vorhin, da werde ich heute noch nicht drüber fertig. Eine Lehrerin sagte dir, die mit Kindern zu tun hat, sagte zu dir, ja, wenn du das System so gut durchschauen kannst und wenn du das alles weißt, warum tust du es denn nicht wie andere erfolgreiche Unternehmer, wie andere Menschen, das System für dich zu nutzen? Und da sagte ich, da sage ich, sie war schön. Sie sah aus, das war eine schöne, hübsche Frau. Und da sah ich in ihr auf einmal den Teufel. Ich denke, was erzählt sie denn da? Und das ist das, was ich euch damit sagen will. Gott schickt euch immer wieder Engel, Marien, egal in welcher Form, ich kann es jetzt gerade schlecht beschreiben, die euch testen. Die euch von euch das abverlangen, von euch, sie wollen wissen. Deshalb hat er uns diesen freien Willen gegeben. Gott ist kein Diktator. Gott hat gesagt, das sind Gebote, weil ihr sollt mein Werk achten und schützen. Aber Gott hat nie gesagt, ihr habt keinen freien Willen. Ihr habt einen freien Willen. Jeder kann das machen, was er will. Und danach werden ja dann seine Taten gemessen, nach seinem Willen. Und dann wird das große Gericht kommen, wenn ihr hier abgelöst werdet von eurem Auftrag. Und dann werdet ihr danach gerichtet. Und deshalb hat er uns diesen freien Willen gegeben, damit er weiß und erkennt, ist eure Seele behaftet oder ist eure Seele rein? Bleibt sie rein? Bleibt sie rein auch bei diesen Fragen? Bleibt sie rein bei diesem Wissen? Bleibt sie rein das, was ihr jetzt hier macht? Klar, könnte ich jetzt los, könnte jetzt wie andere Immobilienmakler Kunden abziehen und könnte einen schönen Porsche fahren und könnte dies. Hätte ich alles schon haben können, war ich auch schon kurz davor.
Aber ist es das Leben? Ist es das, was uns umgibt? Und ich zeige euch, oder Niklas zeigt euch, und viele andere Menschen zeigen euch eine ganz andere Welt. Und das ist genau das, dieses Spiel mit Frodo, mit diesem Ring. Du hast die Macht, du kannst das tun. Aber du musst sie gewählt und dosiert für die Menschen, für die Umwelt, für uns einsetzen. Das ist nämlich dieses Spiel hier. Und das, der Vertrag zwischen Satan und Gott war immer, du darfst die Menschen nicht belügen, sagte Gott zu Satan. Aber du darfst sie verführen, du darfst sie mit einer List locken. Das, was die Lehrerin ja im Prinzip jetzt auch zu mir gesagt hat. Weil Gott sagte, wenn meine Schöpfung rein ist, wenn meine Erschaffung rein ist, mein Werk rein ist, die Seele rein ist, dann wird er dir nicht verfallen. Dann wird er deiner List, deinem Konsum, alles, was uns umgibt, wird dir nicht verfallen. Und das ist das, was ich damit sagen will. Und das sind die täglichen Tests in euren Kaufhäusern, in eurer Habgier, in irgendwelche territorialen Dinge, die jetzt gerade irgendwo passieren, wo jemand behauptet, das Land hat es nie gegeben, aber es gibt eine ukrainische Sprache, aber werden wir gerade politisch. Viele sagen ja immer, du wirst politisch. Oder viele haben jetzt auch gerade über Facebook geschrieben, bleib in deiner Mitte oder was ist mit dir los? Ja, mit mir ist nichts los. Aber meine Mission ist es, den Menschen zu sagen, dass die Politik, das, was wir jetzt gerade erleben, das ist Gott, das ist das Spiel zwischen den Teufeln. Das, was mit dir los ist, ja, du lässt es ja los. Wenn du es in dir lassen würdest, dann wäre es ja ganz schön scheiße, weil dann würde es nämlich disharmonisch mit dir werden und genau. Diese Balance wäre gar nicht gegeben, weil wenn es in dir brodelt, wohin damit, ja? Richtig, ja. Und alles da, etwas, das ins Fließen kommen will und dann genau. Geht es ja wieder gut. Genau, und diese Tests, die wir jeden Tag unterliegen, sie schicken uns schöne Frauen und du hast eine Frau mit Kindern zu Hause. Und die Idee wäre jetzt vielleicht mit der Frau etwas zu machen. Ja. Tu es. Aber das Gericht wird später über dich darüber urteilen. Du könntest ein schönes Auto kaufen. Du könntest jetzt sagen, ja, den Kunden, wenn ich den jetzt das und das ablocke und abluchse, ja, dann könnte ich dieses Auto fahren und dann wäre ich der Beste, dann wäre ich der Coolste in der nächsten Gosse, in der Einkaufsstraße. Jeder würde zu mir aufschauen, wenn ich eine tolle Villa habe oder dies und jenes. Das ist nämlich, das ist die List, das ist der Ring. Den ihr euch jeden Tag nehmen könnt, er liegt da. Ihr könnt euch den aufsetzen. Nur, keiner wird euch mehr erkennen. Warum? Weil der Ring eure Seele verdeckt. Weil der Ring euch in die Materie führt, in das Materielle führt. Und das ist das, was ich damit sagen will. Das ist diese ganzen Geschichten, weil ich immer sage, sie sagen es euch. Es wird nichts verheimlicht, so wie eben gerade an der Sachsenburg unten mit dieser Tafel. Sie ist angebracht. Der Teufel hat sie angebracht. Der Teufel sagt aber, wenn du nicht Gottes Wort suchst und wenn du nicht sein Werk suchst und seine Geschichte oder seine Vergangenheit suchst, die Geschichte ist ja die Lüge, dann schaust du auch nicht hinter dieser Tafel. Und hinter dieser Tafel war dieses Bild. Ja. 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 Ich würde sagen, wir steigen ab, oder? Ja, bereit zur Wende. Ja, ist das denn auch, weil wir sind hochgekommen, sind hier oben gewesen, wieder bereit zur Wende, Zeitenwende, oder was? Genau, genau. Ja. Ja, und das ist das. Ja, es ist immer schwierig zu erklären und es ist auch immer schwierig zu erklären, das zu finden, aber wir sind der Stamm Juda und da musste ich lange zu brauchen und diese Meme, die sie gesetzt haben, dass sie gesagt haben, ja, nein, mit Juden habe ich nichts zu tun und so, wir können es doch öffentlich ansprechen. Wir müssen uns dazu bekennen und die, die sich heute selber so nennen, sind es nicht. Weil jemand, der ein Tier schächtet und es ausbluten lässt, ich glaube, in Mose 29 steht es drin, in der sogenannten Schöpfungsgeschichte. Ich gebe euch alle samentragenden Früchte dieser Erde und die sollen euch als Nahrung dienen. Und dann lest weiter, es steht nirgends steht irgendwo was in der Bibel und irgendeinen anderen Schriften, ihr könnt auch andere Schriften nehmen. Selbst Odin hat das Fleisch der Menschen abgelehnt. Er trank nur Wein und aß Trauben, glaube ich. Weiß ich nicht, müsst ihr mal gucken, steht in der Edda irgendwo. So, es ist immer wieder ein Symbol, dass ihr eben halt kein Fleisch essen sollt. Gott hat das nicht dafür gedacht. Steht auch in jeder Geschichte. Und was tun sie? Wenn ihr in den Supermarkt geht, zu 80% habt ihr tierische Produkte. Und jetzt sind wir gerade ein bisschen von Fahnen abgekommen. Wo waren wir eigentlich? Haben wir angefangen wo waren wir da? Ach, was weiß ich. Ich habe es jetzt gerade verloren. Aber ja, das wollen wir eigentlich da.
So, meine lieben Freunde, jetzt sind wir wieder da. Also der Faden war wirklich verloren, nämlich die Karte war wieder voll. Ja, und so steuern Gedanken eben alles. Da geht die Kamera auch gleich aus. Genau. Genau. Also um das vielleicht nochmal abzuschließen, lest doch einfach mal selbst die Schöpfungsgeschichte. Ich weiß, dass das viele ablehnen. Und genau das ist ja das, was sie wollen. Und wir sagen ja nicht, oder ich sage das ja nicht, und ich denke mal, spreche ich auch für dich, dass wir nicht sagen, dass die Bibel das schlecht, das Nonplusultra ist. Ich will nur damit sagen, die Bibel hat nicht ohne Grund persische Namen drin. Hm. Die drei heiligen Könige und so. Das ist die Geschichtsfälschung. Jo. Es gibt viel Material, gerade im alternativen Bereich, das, was wir jetzt gerade bearbeiten, wo eben gesagt wird, dass diese ganzen Könige und alles, was dort drüber gesprochen sind, dass das unsere deutschen Kaiser waren. Jo. Und dass diese ganze biblische Geschichte nämlich hier in Mitteldeutschland stattgefunden hat. Hm. Um aber diese Schriften, die ja existent waren, denn die gab es ja zu der Zeit, zu verfälschen, hat man einfach die Bibel rausgebracht. Und deswegen ähnelt sie sich ja auch mit der Edda in der Schöpfungsgeschichte. Ja, total. Ja. So, genau. Und deshalb müsst ihr damit aufhören zu sagen, ich lese das nicht. Eine gute Freundin hat mir gesagt, ich gehe in keine Kirche. Wenn du in keine Kirche gehst, wirst du auch diese Energie niemals spüren, dass da eine Lüge vorhanden ist. Du ja, musst stimmt, zur Lüge ja. gehen. Du bist der Lichtbringer. Wenn wir Lichtbringer sind, dann müssen wir auch in die Dunkelheit reingehen. Weil nur das Licht schafft die Dunkelheit oder beseitigt die Dunkelheit. Ja, wenn wir außerhalb der Dunkelheit bleiben und sagen, wir lassen die Dunkelheit dort da, weil wir sie einfach ablehnen, dann gehst du da nie rein. Ohne Gegenüber kannst du deine Mitte auch nicht ausloten. Richtig, ja, du kannst nicht spüren, wo es eigentlich ist. Genau. Ja, und diese ganzen Namen, ich glaube, die Sonne blendet so, ja. Hier drehen wir mal so rum. Das war so schön im Moment. Genau. Und ich glaube, diese ganzen Namen, diese ganzen Kaisernamen, die wir haben, und gerade jetzt hier, warum ist denn zum Beispiel Braunschweig? Schaut euch mal alte Karten von Braunschweig an, es sieht aus wie ein Herz. Jo. Es ist das Herz. Mit der Aorta, Fluss Oker hier aus Goslar kommt. Genau, ja. Genau. So, das ist das Herz. Das ist das Herz von Deutschland. Das ist Mitteldeutschland. Das ist hier der Harz. Ja, und es hieß ja auch früher Brunswick. Und das ist natürlich wieder eine andere Aussprache, was ganz anderes, das alte Deutsch. Und da kommen wir ja her. Genau. Und da kann man nochmal weitergehen. Das hieß auch nochmal anders und... Ja, da folgen noch Videos. Ja, es folgt noch jede Menge auf jeden Fall. Genau, ja. Und ich will da auch mit keinem zu nahe treten, weil ja viele mal so auf diesen Norwegen-Trip sind und jetzt gerade so auf diesen Vikings-Trip und dies und jenes. Viking erzählt uns eine Geschichte. Schaut euch mal diesen Buddha-ähnlichen König an. Ich glaube König, wie hieß der? König, so ein dickerer mit einem dritten Auge. Schaut euch mal an, der hat immer ein drittes Auge die ganze Zeit drauf gehabt. Bei Vikings? Hm, genau, und da, wo der verbrannt wurde von der Rus. Hm. Und die Rus, wenn ihr euch die Rus mal anguckt, das sind genau die, die jetzt Ukraine angreifen, das sind persische Krieger. Die Rus waren niemals unsere weißen Wikingerbrüder, wie ihr immer denkt. Hm. Die Rus sind persische Krieger gewesen. Deswegen haben sie auch diese kleinen, runden Schilder, so wie die persischen Krieger das ja früher auch gemacht haben. Und die haben den König Olaf, den haben sie verbrannt. Und er sagt ja auch, wo zum Beispiel der eine Sohn von den Ragnar dort in dieser Bucht war, wo sie ihn angegriffen haben, wo denn diese, das finde ich total beeindruckend, diese Worte, die er dort gewählt hat, also da läuft es richtig mehr durch jede Ader, wo er geschrieben hat, schaut her, wie sich die Brüder gegenseitig abschlachten oder schaut, da gibt es diese Szene, die gibt es auch direkt rauskopiert auf YouTube, kann man die finden. Und auch es gibt auch diese Szene, wo er verbrannt wird, wo der Junge von der Rus, also der junge Zar, was ja auch eigentlich ein Deutscher ist, der dann sagt, und er sagt dir noch, ich will dich nicht verbrennen. Ich will dich nicht verbrennen. Das ist eine Botschaft, Freunde. Das hat auch nichts mit Viking zu tun. Und wenn ich heute die Leute sehe, dann hängen sie sich Knochen um und dann machen sie dies und machen sie jenes. Und ich meine, das ist ja alles schön, aber ich kann euch nur eins sagen, ich will euch nicht zu nahe treten, aber das ist für euch einfach nur eine Ventillösung, weil eure innere Seele da nicht mit fertig wird, wer ihr wirklich seid. Und deshalb seid ihr alle auf der Suche nach etwas, was es gar nicht gibt, weil sie geben euch genau diese Richtung, die es gar nicht gegeben hat. Aber sie müssen euch wieder die Wahrheit sagen. Das ist ja das, was ich sage. Und diese Wahrheit ist das, was König Olaf zum Beispiel, wo er verbrannt wurde, gesagt hat. Er war bis zuletzt ein Wikingerkönig. Und dann sagt er auf einmal, es steht jemand neben mir. Und der Russe konnte es gar nicht verstehen. Hm. Und er sagte, es steht jemand neben mir. Neben dir steht keiner. Doch, jemand steht mir. Und ich weiß, wo ich jetzt hingehe. Ich gehe in den Himmel, sagt er auf einmal. Und das war ja für die Wikinger, das geht ja gar nicht. Hm. Und das sind die Botschaften, meine lieben Freunde. Auch wenn ihr es nicht wahrhaben wollt oder wie auch immer. Ja, es ist 100% gespiegelt, 1:1. Genau, ne? Es ist alles gespiegelt. Man hat uns die Blutrituale gebracht,
die kam nicht von uns. Guckt, was, die heute, genau. was heute los ist. Das ist genau. da überall zu erkennen. Wie ich es vorhin auch gesagt habe, schau dir die antiken Strukturen an, die antiken Skulpturen. Da findest du keine einzige original antike Skulptur, die mit einem Fell behangen ist. Das war früher für die Menschen, die naturverbunden sind, die keine Tiere gegessen haben, die Tiere, die Schöpfung geschätzt haben, die hängen sich niemals ein Tierfell um. Weil das energetisch gegen ihren Glauben gesprochen hat. Sie waren immer in Seide, in Umhängen gekleidet. Und das siehst du in jeder antiken Schrift. Und erst dann später hat man angefangen, irgendwelche Bilder zu zeichnen, so zu Kaiserszeiten, wo man angefangen hat mit Wilde und Germanen und dies und jenes. Und wenn man dann nach Spuren gesucht hat, nee, das wurde ja alles über Erzählungen und sonstige Überlieferungen wurde das mitgeteilt. Nur, man findet keine Spuren. Das ist das. Ja, und wir hatten ja auch ein konstanteres Klima hier, weißt du. Der Mensch in sich war ja konstant, dadurch war ja auch die Welt anders. Und wir hatten die megalithischen Orte, die wir genutzt haben, für eine Konstanz in uns selbst. Unsere innere Mitte war ja da. Und hier nur ein paar Kilometer weiter im Harz Blankenburg, da sagt die heutige Wissenschaft, zur Zeit Heinrich des Löwen, 12. Jahrhundert, was war da? Mittelmeerklima am Harz. Richtig. Das sagt unsere Wissenschaft. Richtig, Mittelmeerklima am Harz. Und deswegen gab es auch den Löwen ja als Symbolik. Ja, und das Mittelländische Meer, was hier dann auch war. Richtig, genau. Ja. Das heißt, da bist du ja noch ein bisschen weiter noch als ich, auch gerade wo du auf Helgoland warst mit diesem Video. Ja. Und mit diesen Säulen. Ja, das Interview muss ich mal hochladen dazu. Genau. Da ist viel mehr drin als in dem Video. Ja. Und es ist wirklich aus unserer Sicht schwer, wenn man das weiß und das spürt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und man läuft hier so durch die Wälder und man sieht dann so seine Freunde bzw. seine Mitmenschen, die dann auf falschen Spuren. Deswegen habe ich ja geschrieben, Wölfe ziehen über ein Meer voller Lügen, was ich dort gesagt habe, in Weltenwände. Mhm. Ja? So, das ist ja eine Symbolik, die ich dort unbewusst gesagt habe. Mhm. Weil wir befinden uns auf ein Meer voller Lügen. Mhm. Oder? Ja, so, wir gehen jetzt mal runter, war so ein Stück, oder? Ja, bereit zur Wende. Bereit zur Wende, ja. 3, 2, 1, Wende. Genau, wir können ja wollen wir die Kamera anlassen oder vielleicht unten nochmal, wa? Klar, wir können noch mal laufen lassen und was zu viel wird, ist halt zum Spaß gegangen oder genau. einfach so. Ist ja eure sonntägliche Unterhaltung. Oder wird später nochmal gegen euch verwendet. Genau. Oh, schaut mal hier, wer das hier so hingelegt hat. Ja, hier oben, ja, den kannst du auch genau, aufnehmen. Warte mal hier. Schaut mal hier. Kann natürlich sein, dass hier so ein Geocaching vielleicht irgendwie sowas ist. Ja, wahrscheinlich schon. Aber es ist halt genau schön, diese Spitze hier auch. Ne? Genau, zeigt es also genau hier auf dieser Spitze. Die Irminsohle übrigens, die war ja früher auch oftmals, nur um das mal kurz zu zeigen, die Irminsohle war ja nicht so dargestellt, sie war ja oftmals so mit leicht herabhängenden Ästen als Wellenbaum. Ne? Genau. Und ich habe ja eben schon, da war das Video nicht angesagt, dass ich hier auch so die Wahrnehmung hatte, dass hier so eine Säule stand auf jeden Fall hier oben auf der Spitze. Ich denke, hier stand auch eine Säule. Ja. Vielleicht stand auch sogar hier die Kandasser Säule. Ja, es sind so Wahrnehmungen, die sind dann so kurz da, das sind so Doppelbilder und alles mögliche. Manchmal gehe ich auch durch die Gegend, da hinten steht ein Mensch, der da am Baum sägt. Und dann gehe ich dahin, dann ist da gar keiner, guck aber in den Garten, der da ist, brach liegt seit Jahren, sehe auf einmal, dass da wieder wer anfängt zu arbeiten, weil die Leiter da am Haus steht und so. Mhm. Dann sind dann schon energetische Strukturen da und ich sehe, dass da einfach wieder wer anfängt, obwohl da im Moment keiner ist. Ich sehe dann da irgendwelche Typen rumlaufen für ein paar Sekunden und dann sind sie wieder weg. Ja. Ja, und hier oben ist wie so ein Plateau, ja. Also man sieht es ja auch richtig hier. Jetzt geht es ja hier wieder steil ab, ja. Und das ist ja auch kein Kamm, der hier hinführt oder ihr so. Ihr seht auch nochmal den Berg, den Anstieg, den wir hochgekommen sind. Also es ist... Ja, man kann es gar nicht mal so zeigen, ja, mit der Kamera. Man kriegt es nicht drauf, wie man es erlebt. Ja, ja. Und auch gegenüber bei der Hauptherzburg, sage ich jetzt einfach mal, da der Aufstieg schon, wenn man da hochgeht. Genau. Auch ganz. Zumindest kann ich euch eins sagen, und das kann man so festhalten, diese ganzen Kriege, diese ganzen Bruderkriege, die man versucht uns zu erklären, Sachsen gegen Löwen und die gegen die, das hat man bewusst gemacht, den 30-jährigen Krieg, das hat man bewusst gemacht, um das einfach, diese ganzen Spuren der Verwüstung, der Zerstörung, verwischt werden, dass man die Wurzeln nicht mehr findet. Und deshalb hat man auch die Sprache letztendlich verändert, ja. Warum gibt es denn permanent Rechtschreibreformen? Deutschland wurde eigentlich komplett entvölkert während des 30-jährigen Krieges. Genau. Magdeburg, deine Heimatstadt, sollen damals 30.000 Menschen gelebt haben, 300 sollen überlebt haben.
Richtig, genau. Ja, die hat man alle umgebracht. Und ich weiß, es fällt jedem schwer, gerade das zu glauben oder das zu sehen. Aber genau das sehe ich jetzt in der aktuellen Zeit. Und deshalb schreibe ich sowas auch direkt, auch in der, mit der Erfahrung, dass ich mich vielleicht zum Klops gemacht habe, zum Medialen. Ja, aber es ist mir egal, weil ich habe mir gesagt, vielleicht hilft es auch, wenn ich diese Botschaft raussende und Satan und seine Kräfte hören das und sagen einfach, in Ordnung, da müssen wir jetzt einen anderen Weg einschlagen, weil sonst hat er vielleicht sogar noch recht. Ja, und deshalb habe ich mir einfach gesagt, was soll mir passieren, dann ist es halt so, wenn ich nicht recht hatte. Bloß vor 3 Tagen und wenn ich jetzt Weltenwende sehe, da habe ich euch ja gesagt, habt keine Angst. Ja, Dunkelheit wird kommen und sie ist jetzt da, die Dunkelheit. Sie hat begonnen vor ein paar Tagen. Und die Leute wollen es einfach nicht wahrhaben. Und das ist das, was ich damit sagen will. Und wenn du das, ich will mich jetzt nicht mit Irma auf einer Stufe stellen, weil ich denke, alle Menschen können Seher sein. Alle Menschen können irgendwo sich energetisch wieder aufarbeiten. Aber ihr müsst dann dazu die entsprechende Nahrung essen. Ihr müsst die Nahrung aus eurer Heimat nehmen. Weil wir sind ja kristalline Körper. Wir sind ja wie Diamanten. Darum kannst du ja, wenn du heute einen Leichnam verbrennst, den auch wieder zum Diamanten machen. Wir sind Kohlenstoff, also Wasserstoff. Das ist ja, da kann ich nur den Kanal, wie heißt der? Ach, wie heißt denn der? Warte mal, von Ingo Köth. Ja, ich weiß, ist manchmal so ein verrückter Typ, aber der hat ein immenses Wissen, der Mann. Wie heißt denn man, der Autarkie oder Autark? Weiß ich nicht. Ich kann unten in meine Infobox reinstellen. Und da geht es um diese Kristalllehre. Und genau das habe ich damals auch schon gewusst. Aber er hat es einfach besser erklärt. Und warum soll ich mir jetzt da die Arbeit machen, ein langes Video zu machen? Ich zeige euch lieber hier diese Orte dazu. Aber er hat es erklärt, was eben diese kristalline Struktur und was das Periodensystem, was ja jedes Kind in der Schule hatte, was das überhaupt eigentlich bedeutet, dass es eben nicht die Atome gibt. So. Und wenn es keine Atome gibt, das will ich euch auch damit sagen, weil sie ja gerade jetzt wieder anfangen mit Atomkrieg. Leute, lasst euch doch nicht veräppeln. Guckt doch in Tschernobyl. Die Menschen sind abgehauen, aber die Tiere sind da geblieben und kein Tier war verkrüppelt oder ist irgendwie gestorben. Ja? Diese ganze Atom... Immer noch eine saftige Tomaten. Richtig, diese Atomgeschichte ist doch völliger Blödsinn. Das tut man einfach, um die Menschheit damit zu fesseln. Das ist eine Handfessel, das ist eine gedankliche Fessel. Es gibt diesen ganzen Quark nicht. Das, was in Hiroshima abgelassen wurde, was dort gemacht wurde, das wurde genau das gleiche System wurde dort gemacht wie in Dresden, nur mit etwas größeren Mitteln, das waren alles Wasserstoffbomben. Die haben die gleiche Sprengkraft wie zum Beispiel so eine Atombombe. Und das alles, was ihr wisst, da gibt es auch ein schönes Video über Biblis. Müsst ihr mal googeln, Biblis. Der erklärt das auch nochmal, was ein Atomkraftwerk eigentlich auch ist. Und darum schaffen sie jetzt auch die Atomkraftwerke ab, so wie sie ja die Satellitenschüsseln komischerweise abschaffen. Ich weiß nicht, ist das dir überhaupt aufgefallen, Niklas? Dass die ganzen Satellitenschüsseln, die man ja jetzt abgeschafft hat, man hat ja dann das digitale Fernsehen über Antenne eingeführt, ja, obwohl man ja angeblich hunderte von Satelliten in der Atmosphäre unterwegs hat, ist ja völliger Schwachsinn, sowas abzuschaffen. Warum? Satelliten waren einfach nur Richtfunk. Das ist, wenn man lange noch beim Militär war, dann weiß man, dass der Richtfunk genauso funktioniert mit so einem Parabolspiegel. Und wenn man nämlich genau hinguckt, weil es gibt nämlich jetzt mittlerweile Handy-Apps, dann nimmst du dir mal eine Handy-App und ortest mal mit dem Handy-App deinen Handy-Funkturm. Und bestimmte Handy-Funktürme, da sind genau die Parabolspiegel drauf ausgerichtet. Das sind Richtfunk. Es gibt keine Satelliten. Das ist ja der Satan-Satellit. Ja? Die erste Firma, die Satellitenschüsseln verkauft hat in Deutschland, hieß übrigens Sat-An. Also S-A-T und dann hat man ein großes A und ein großes N dahinter geschrieben. Nun liest es mal zusammen. Satan. Ja, das war die erste Firma, war eine GmbH. Findet man kaum noch was im Netz. Vor ein paar Jahren hat man es sogar noch gefunden. So viele Sachen verschwinden. Über diese GmbH. So, und heute erzählen sie denen. Und das, was ihr heute als Satelliten seht, auf eurem Handy oder wenn ihr denkt, das große, wehrhafte Militär kämpft mit Satelliten, dann kann ich euch sagen, diese ganzen Airwax-Flugzeuge, die oben an den Himmel sind, diese Wetterballone, das sind die Satelliten. Und darüber bauen die dann eine militärische Dreipunktkommunikation auf und damit können die auch orten. Das heißt, so wie wir jetzt orten, wir orten jetzt nämlich über dieses neue 5G-Netz. Deswegen bauen sie jetzt auf jedes Dach so eine 5G-Antenne. Und diese Antennen,
Das heißt, sie ziehen jetzt einfach dieses Netz, dieses sogenannte Satellitennetz, ziehen sie jetzt einfach enger mit jeder Antenne, überall Antennen auf die Dächern, weil dann kannst du nämlich punktueller kommunizieren und auch orten. Und früher, das ist eine Erfindung übrigens aus dem Dritten Reich, diese Dreipunktortung. Ja, man hat also im Dreieck Türme aufgestellt und dann wusstest du genau, in welchen Bereich du dich in diesem Dreieck befindest. Mhm. Und so ist es, wie ein Gitternetz ist das hier drüber gelegt. Und den Leuten erzählen sie, es sind Satelliten. Du kriegst noch ein bisschen Geld, damit du was auf das kriegst. Ja. So ein Schwachsinn. So, und jetzt machen sie natürlich den Menschen wieder Angst und versuchen natürlich dann wieder mit großen Atomschlag zu machen. Da würde ich drüber lachen. Würde ich sagen, mach doch, zeig doch mal, ob du eine Atombombe hast. So, ja, und das gibt's nicht. Lasst euch da nicht von beirren. Das ist eine Geisel der Menschheit. Das ja, ist eine wenn Fessel. Wenn du diesen Weg gehst, dann verlierst du sowieso die Angst vor dem Tode. Richtig. Und auch, wenn Marcel jetzt gerade gesagt hat, ja, die Dunkelheit ist da, ja, natürlich. Die ist da auf jeden Fall, ja. Aber es ist auch genauso das Licht da. Richtig. Und das Vertrauen, weil ihr gehört dem System Ordnung an. Und die Ordnung hat einen Plan für euch, wenn ihr eben auf diesen Plan vertraut, eure Seele, euch selbst. Und die wird euch zu jeder Zeit präzise an jeden Punkt führen. Immer genau. Perfekt. Und beide Seiten, das ist ja nur eine Handvoll Menschen, die jetzt gerade dort das jetzt in der Ukraine verursachen. Beide Seiten, ob das jetzt die NATO ist oder die Amerikaner oder wie sie alle heißen, das sind ja nur eine Handvoll Menschen und die wissen das. Die trinken garantiert abends ihr Bier mit Putin zusammen. Und die wissen das, was hier gerade abläuft. Und das ist ein Schauspieler, das sind alles Schauspieler. Und sie kennen diese ganze Atmosphäre, sie kennen den Äther, sie wissen, dass es keine Atombombe gibt. Und darum drohen sie ja auch damit, darum halten sie es auch immer aufrecht. Darum gab es denn auch dieses Fukushima. Fahrt doch hin zu Fukushima, ob sie alle da reihenweise gestorben sind. Sucht doch Beweise. Schaut euch doch die Menschen an, ob sie da alle verstrahlt sind und tot sind. Das ist Schwachsinn. So, das siehst du an Tschernobyl. Ja, so. Und das sind alles Dinge, vielleicht hat man da auch bestimmte Beweise gefunden in Tschernobyl, dass sie da jetzt so schnell wie möglich auf einmal so urplötzlich reingerückt sind. Denn wenn ihr das Video vom Segelohrenbob kennt, das so heißt der Kanal, Segelohrenbob, der hat ja dieses Video über Biblis gemacht, da wisst ihr ja, warum es bei denen eine Reinkarnation gibt. Warum man dann auf einmal von Genosse Putin Bilder aus den 30er Jahren findet. Ja, und älter. Warum dann auf einmal Menschen wieder erscheinen, die man irgendwo auf alten Fotos als Berühmtheit schon mal aus in anderen Bereichen, in anderen Ländern gesehen hat. Ja, so, wenn du das verstehst, wie das mit der kristallinen Struktur, mit dem Körper, also wie du Materie schaffen kannst, denn jede Zelle unterliegt einer bestimmten Frequenz. Und diese Frequenz, diese Erdenfrequenz, die wir hier haben, das ist ja die sie auch zerstören wollen mit diesem 5G-Netz, die entscheidet ja darüber, wie du aussiehst. Die entscheidet also zum Beispiel darüber, dass Markus zum Beispiel blonde Haare hat. Die entscheidet darüber, dass du blaue, grüne oder braune Augen hast. Darüber entscheidet diese Frequenz. Das ist Gott. So, und die entscheidet darüber, wie du aussiehst. Die entscheidet über jede Pflanze, über alles. Warum? Weil diese Frequenz in diese Zelle eindringt und die Zelle in einer bestimmten Polygonstruktur zusammenwachsen lässt, dass der Körper, die Materie letztendlich so aussieht. Und das ist letztendlich ja, feinstofflicher Ebene, grobstoffliche Ebene, damit kann man es unterteilen. Und deshalb ist es denen immer wichtig, eine Frequenz zu verursachen, die wir jetzt gerade wieder haben. Dieses Bedrückende, diesen Kriegsschauer, den sie jetzt wieder in der Welt verteilen, das ist das, was sie wollen. Sie wollen die Menschen immer gefangen halten, gedanklich fangen. Es geht immer nur um die Gedanken. Weil also die innere Freiheit, die muss natürlich erstmal erreicht werden. Ne? Richtig, genau. Das ist ein Weg auf jeden Fall. Genau. Ja. Das ist übrigens, da haben wir den Brückenschlag. Stell dir mal vor. So läuft das bei uns. Ja, 1 aber, zu 1 einfach ja, die ganze Zeit. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt auf die Lehrerin gehört. Dann hätte die mich wieder gefangen. Dann wäre ich nicht innerlich frei gewesen. Dann könnte ich nicht hier einfach so laufen. Du wärst noch was hinterhergelaufen. Du musst das ja aufrechterhalten, immer dieses System. Dass ich das genau. Erstmal selbstständig Geld verdient habe, mit meiner Freundin, die mich auch immer überzeugen wollte, jetzt irgendwie ganz viel Geld mit dem zu verdienen, was einfach wäre, wenn man eine Internetpräsenz hat. Richtig. Und das noch weiter ausbaut, kannst du das mit ganz einfachen Mitteln machen. Aber richtig. Ich habe immer gesagt, du, das ist nicht mein Weg. Und vor allem muss ich dann, auf einmal hatte ich mehr Geld. Ich habe aber so unglaublich viel Geld in alle Richtungen irgendwie verpulvert für sinnloses Zeug.
Dass ich mir gedacht habe, nee, ich will lieber wieder leben, wie ich vorher gelebt habe. Genau, genau. Hab's wieder gelassen, ja. Ja, du kannst ja auch mal kurz erzählen über deine Weltenreisen, was du da erlebt hast mit den Millionären und sowas alles. Boah, ja, ja, unglaublich viel auf jeden da Fall. Da würden ja viele drauf abfahren, gerade meine Ja, ich habe immer wieder getroffen, weil ich habe halt so einen inneren Reichtum. Ne? Das darf man einfach wiedererkennen, dass wir innerlich reich sind. Ja, erzähl mal die eine Geschichte mit diesen Millionären, was, mit denen, glaube ja, ich, wo du unterwegs warst. Wo warst du denn da? In welchem Land warst du? Da war ich in Neuseeland und da bin ich schon den ganzen Tag getrennt, immer einen Daumen raus und... abends stand ich da sonnenverbrannt am Weg, hielt ein Auto an, ja, hat mich mitgenommen, war kurz vor Sonnenuntergang und er sagte dann, ich zeig dir nochmal eine coole Gegend hier. Dann sind wir da in so einem Beverly Hills gefahren, dachte ich mir, was ist das denn hier? Und er dann so, hier, das größte auf dem Berg da oben, das Haus, das ist meins. Ich kann dich jetzt wieder zur Hauptstraße zurückfahren und dann trampst du weiter, ist ja fast dunkel. Oder suchst du dir ein Gästezimmer aus und dann kannst du bei mir ein bisschen bleiben, ne? Das ist gar kein Problem. Der war einsam, der Mensch, total einsam, der hat einfach Leute gesucht, die diese Freiheit hatten. Und das war ich halt in dem Moment mit dem Rucksack da an der Straße. Ja, ich habe ihnen dann auch noch die Hütte gesittet für ein paar Wochen. Aber ich habe es da auch nicht ausgehalten, weil das einfach vom Erleben da halt auch einfach nicht das, was mir entsprach. Der hatte überall Kameras, so, der musste das beschützen, was er da hatte. Der hatte zwar auch sozusagen seinen Privatstrand da drunter und so, aber der war nicht frei, überhaupt gar nicht. Und ich bin dann sofort auf ein Festival abgehauen, habe eine Freundin gefunden, mit der bin ich dann da zurück. Dann war da gefeiert und die Kameras, das muss überall auf den Kameras gewesen sein, wie wir da gefeiert haben, hatten eine schöne Zeit. Ich habe heute mit dem auch noch E-Mail-Kontakt, der war an der US-Börse, der US-Amerikaner, der war immer nur für ganz kurze Zeit in Neuseeland, um dann dort zu überwintern. Und der hat halt mit Mitte 30 aufgehört zu arbeiten, weil der durch seine Geschäfte so viel Geld hatte. Ja, und dann... hat er aufgehört. Und solche Menschen habe ich immer wieder in meinem Leben getroffen. Immer wieder. Ja. Ich als kompletter Gegenpol, halt ohne alles. Und sie haben das eigentlich gesucht, diese Freiheit. Genau. Diese Unabhängigkeit. Aber sie hatten das vielleicht finanziell, aber ja. Einfach sowas von geizig. Ne? Also. Das ist das, was ich eben sagen will. Ich hätte das auch alles haben können. Ich kann es auch immer noch haben, weil wenn du dieses Wissen hast und gerade auch dieses kosmische Wissen hast und du weißt auch, wie Menschen funktionieren, weil das wissen dir die anderen auch. Die von der anderen Seite. Dann kannst du alles erreichen, in jedem System. Ich habe einige Millionäre getroffen, sowohl die, die reich waren und wieder pleite gegangen sind, also vom Kfz-Mechaniker zum Multimillionär, dann die, die es immer noch waren. Und ich habe alle Schicksalswege gesehen, was mit den Leuten passiert in diesem Materialismus, wenn das zuschlägt. Und auch mir wurde das zugeredet. Auch meine Freundin hat gesagt, ja, dann machen wir das und das und das mit dem Geld. Das können wir innerhalb kurzer Zeit schaffen. Dann habe ich gesagt, nee, wenn ich so viel Geld habe, dann mache ich was, wo wir alle was von haben. Die Richtigen, die Seelen, die Menschen, die wahrlich beseelten Menschen, mit denen die Grundstücke bewirtschaften, dort, wo wir leben können, wo wir das wieder aufbauen, was hier einst untergegangen ist, habe ich gesagt. Genau. Deshalb gehe ich auch nach Deutschland zurück, habe ich zu ihr gesagt. Naja, gut, dann haben die sich die Wege getrennt. Ne? Genau. Ach so, Freundin, jetzt will ich euch mal was kurz erzählen. Das will ich euch mal ausführen, weil das ist jetzt gerade so ein Gedankengang, den ich schon öfters hatte. Und ich hatte in meinem Leben auch schon öfters, möchte ich sagen, schon relativ viel Geld. Ja, bis dann eine Firma zum Beispiel dann beendet wurde von diesem System. Und das war ja letztendlich so meine Befreiung, habe ich dir auch gesagt, wo man dann auf einmal nichts mehr hat. Ja. Und dann wird man auf einmal wach. Und vorher war ich auch so ein Workaholic und habe gedacht, ja, das machen wir hier und Chaka und jetzt ziehen wir durch hier und wir werden reich und so und dies und jenes. Ja, und wirklicher Reichtum ist eigentlich das, was wir jetzt gerade sind. Frei. Ja. Ja, einfach. Und das zieht ja die Menschen letztendlich an. Und das will ich jetzt damit sagen. Mhm. Ich hatte immer denn, ja, wo ich dann auch so ein paar Mark immer noch so hatte und die man dann auch zur Verfügung hatte, hatte ich auch immer überlegt, machst du jetzt so ein paar soziale Projekte oder machst du zum Beispiel so ein Anastasia-Dorf? Ja, das war auch immer, mein Gedanke. Ja, war früher alles so mein Ding. Da hat noch gar keiner von Anastasia gesprochen, da habe ich das alles schon gelesen gehabt. So. Ich hatte auch andere Begriffe dafür, es ist was anderes. Ja, genau, es ist ähnlich. Anastasia ist ja auch so da kann ich immer ein Video drüber machen, das ist ja auch so eine seltsame Bewegung. Nicht schlecht, aber es kommt aus einer bestimmten Strömung, die uns auch so ein bisschen verwirren wollte. Und ja, dann habe ich immer überlegt, und immer wenn ich das machen wollte, hatte ich auf einmal nicht die Mittel mehr dazu. Und immer wenn ich diesen Gedanken hatte, ich mache das nicht, scheiß drauf, ich mache mein System und ich verdiene mein Geld und ich fahre meinen Urlaub und lasse doch die alle labern und das sind doch alle selber schuld, so nach dem Motto, das sagen ja die meisten Reichen, sind doch alle selber schuld, floss es wieder auf dem Konto. Und immer wenn ich wieder versucht habe, irgendwas Soziales zu machen in diesem Bereich, fängt das auf einmal an. So, pass auf, und da bin ich irgendwann mal drauf gekommen, vielleicht will das gar nicht Gott.
So, weil Gott sagt nämlich zum Beispiel, warum sollen wir das Teufelsmittel nehmen und damit was aufbauen? Ihr habt doch alles. Guck mal, ihr habt alles da. Ihr habt die Natur da, ihr habt die Bäume, ihr habt die Pflanzen, ihr habt Nahrung, könnt euch ernähren, ihr könnt alles tun. Ihr seid glücklich mit dem, was ihr habt. Und damit müsst ihr euch organisieren. In Gottes Werk müsst ihr euch organisieren. Und das ist vielleicht der Punkt, warum man nie dazu kommt, auch wenn man diese Vorstellung hat. Man könnte jetzt mit den Millionen, könnte man jetzt das und das machen. Darum kommt es doch gar nicht dazu, weil Gott das gar nicht will. Nee, du trennst dich ja meistens auch nur wieder von den Menschen, weil es ist ja folgender Fall. Wenn du dann so viel hast, hast du wieder eine Trennung. Weil entweder kannst du es abgeben und hast es dann nicht mehr, teilst es. Oder du musst dich automatisch von den vorherigen Menschen trennen in deinem Leben. Und du trennst dich dann gesellschaftlich. Du hast dann nur noch was mit zu tun mit Leuten, die ähnlich viel Geld haben. Und das ist dann meistens schon weit ab von deinem eigentlichen Kern. Richtig, genau. Wo du dann stehst. Genau. Weil du kannst dann alte Leute nicht mehr treffen, weil die das dann vielleicht nicht mehr haben. Ja, richtig. Ja. Geht nicht, ne? Und deshalb, das hatte ich auch vorhin zu Niklas auch schon mal gesagt, auf dem Weg zum Berg hoch, unserer Harzpyramide, nenne ich es jetzt einfach mal, war auch Deutschland und das alte Europa immer im Fokus. Weil das alte Europa war für Kunst, für Kultur, für Bescheidenheit, es hat noch Werte gelebt, was wir ja heute alles nicht mehr haben. Und überall, wo keine Werte gelebt werden, wo wir das finden, was wir jetzt alle, was euch quält, jeden Tag quält, aufs Neue quält und euch mit Paragraphen gefangen hält, diese Länder lassen sie in Ruhe. Und Länder, die auf einmal sich wieder zu ihrem Stamm besinnen, ich sage jetzt nicht mal Nationalität, das ist ja auch unser Meme belastet worden, ja, oder Volk oder wie auch immer, das Völkischer. Da kriegen ja viele schon Schnappatmung. Das hat man mit Memen besetzt. Aber wenn man sich zum Beispiel zu seinem Stamm besinnt und sagt, wir möchten jetzt hier unsere Ukraine gründen, genau dann wird irgendwas erfunden. Dann rücken die rein und zerstören genau das. Zerstören genau das. Und wer in der Ukraine schon mal war und wer auch ein paar Ukrainer kennt, der kennt auch, der weiß auch, wie die ticken. Die ticken nicht anders wie wir. Sie wollen einfach nur frei sein. Sie wollen einfach nur leben in ihrer Bescheidenheit, so wie sie sind. So wie es andere Völker in der Welt auch tun. Und überall greift der Satan ein und versucht, sie zu verzücken und zu verlocken, denn Kriege entstehen nicht durch den Teufel. Das ist falsch. Kriege entstehen durch Menschen. Kein Russe müsste jetzt zum Gewehr greifen. Kein Russe müsste jetzt in irgendeinen Panzer steigen. Und dem würde auch nichts passieren, wenn er da einfach nicht reingeht. Und das Ding, oder? Wenn er einfach zu Hause bleibt. Ja. Was ist denn? Krieg und keiner geht hin. Seht doch nach. Den Spruch gab es schon lange. Und daran kann man erkennen, dass sie alle dem Glauben abfällig sind. Und das ist das Problem, was wir haben. So, wir melden uns in ein paar Minuten nochmal wieder, wa? Ja. Weil jetzt kommen vier Menschen und die Energie, man merkt, sie schwindet, ja? Oder? Es ist irgendwie gerade wieder vorbei, ja? Es ist schon gut auf jeden Fall, aber so, also. Dementsprechend reagiert ja alles um dich herum. Genau, also dann bis später.